Bevor wir anfangen, möchte ich uns kurz wie immer vorstellen. Ich bin der Werner von der Sozialistischen Gruppe und neben mir sitzt die Susanne. Und wir haben heute eingeladen, also wir, die Sozialistische Gruppe, haben eingeladen zum Vortrag zu den Iran-Sanktionen. Und näher dazu wollen wir an den Iran-Sanktionen klar machen, was wir ja unter dem Begriff Dollarimperialismus verstehen. Bevor wir anfangen, möchte ich noch ein paar Ankündigungen machen. Nämlich, weil wir wissen, dass dieses Thema heute, also heute, wenn man mal, wer das letzte Mal da war, da war ja mehr eine Diskussion geplant und heute soll es mal wieder einen Vortrag geben, der hat zwei Teile. Und Diskussion gibt es auch, Gelegenheit zur Diskussion wird es auch geben, aber vielleicht ist es auch mal zweckmäßig, erstmal ein bisschen zuzuhören, was wir halt da über diesen Iran-Deal, was man dem entnehmen kann und der Kritik von Trump und was man der entnehmen kann. Vielleicht ein bisschen auf euch wirken lassen. Wir werden nach dem ersten Teil, wenn wir eine Pause machen, da gibt es dann Gelegenheit zur Diskussion, weil vielleicht ist das zweckmäßiger, wenn man erstmal ein bisschen hört, was wir überhaupt so uns überlegt haben. Und weil wir eben wissen, das ist, ich sag mal nicht ganz leicht, das sind Gedanken, die man, ja, sowas wie Dollarimperialismus kann man inzwischen auch in der Zeitung lesen. Die FAZ hat betitelt Brechstange Dollar, also hat sich darauf bezogen, dass auf die Iran-Sanktionen und wie die Europäer da genötigt werden, sich dem anzuschließen. Weil das eben, denke ich, noch viele Fragen offen lassen wird, haben wir beschlossen, dass wir unsere Diskussionsveranstaltung in einer Woche, also nicht ganz in einer Woche, sondern in 6 Tagen, am nächsten Mittwoch, zum gleichen Thema machen. Und da gibt es dann nochmal Gelegenheit, nachzufragen, Kritik zu äußern am Vortrag, dass man da ganz was anders hätte behandeln müssen. Und wir wollen dann noch näher darauf eingehen, also was heute im Vortrag auch schon vorkommen wird am Schluss, nämlich wie die Europäer und weshalb die Europäer vor allem durch die Trumpschen Ansagen getroffen sind und was das über sie verrät, was das über die Europäer verrät. Und der zweite, also der erste Termin, der findet statt im Nachbarschaftshaus Gostenhof. Das ist circa 500 Meter von hier, Luftlinie schräg, in Gostenhof, in der Adam-Klein-Straße, Nummer 6. Und eine Woche später, am Donnerstag, den 13. Dezember, findet die gleiche Veranstaltung in Erlangen für diejenigen, die aus Erlangen kommen, im Sprecherrat statt und der ist umgezogen, nämlich inzwischen residiert der in der Schuhstraße 19. Und zwar um 19.15 Uhr. Die Zeiten und Orte kann man auch unseren Plakaten entnehmen, die sind hier hängen an den Türen, beziehungsweise unserer Homepage. Die nächste Ankündigung, die ich machen möchte, ist, wer von uns über solche Veranstaltungen, und das ist hauptsächlich, was die SG macht, die Sozialistische Gruppe, die organisiert einmal im Monat einen Vortrag oder Diskussionsveranstaltungen. Wer da über solche Veranstaltungen informiert werden möchte, der hat Gelegenheit, hier am Büchertisch liegt ein Newsletter aus, wo man seine E-Mail-Adresse hinterlassen kann und dann wird man automatisch über unsere Veranstaltungen benachrichtigt. Die nächste Ankündigung ist, so ein Vortrag wie heute Abend ist für den Januar, wird es keinen geben, ist erst wieder für Februar geplant. Und zwar, der Termin steht noch nicht fest, weil wir noch nicht wissen, wie wir hier den Raum bekommen. Entweder am 27. oder am 28. Februar. Thema steht auch noch nicht fest. Das kündige ich auch noch an. Im Januar soll es im Nachbarschaftshaus Gostenhof
Schaue ich jetzt nicht nach, müsste halt auf der Homepage nachschauen. Im Januar soll es eine Diskussionsveranstaltung in Erlangen und in Nürnberg wieder geben, wo es darum gehen wird, also das eine im Nachbarschaftshaus, das andere wieder im Sprecherrat, um die deutsche Exportnation. Und da wollen wir mal an dem, das ist der 24.01. hier in Nürnberg und die Woche vorher am Donnerstag, das dürfte dann der 18. sein, in Erlangen. Und da soll es darum gehen, es wird ja jetzt gefragt, ob dieses Exportmodell, auf dem die deutsche Wirtschaft beruht, von dem wir alle abhängen, ob das noch so weitergehen kann in Zukunft, das ist bedroht. Und wir meinen, wenn man mal den Bedrohungen nachgeht, kommen da lauter Absurditäten raus über diese deutsche Exportwirtschaft. Also von dem, was unsere Lebensgrundlage ausmacht, weswegen man sich nicht vorbehaltlos der Sorge oder überhaupt nicht der Sorge anschließen sollte, geht es denn gut. Wir wollen mal zeigen, ja, oder mit euch dann drüber diskutieren, über eben diese deutsche Exportnation und deren Erfolge. Die letzte Ankündigung, dann bin ich auch schon ruhig, betrifft den Gegenstandpunkt, weil wie immer haben wir mit Redakteuren der Zeitschrift Gegenstandpunkt, die hat hier einen Büchertisch, haben wir zusammen den Vortrag erarbeitet. Und der Vortrag, der bezieht sich auf einen Artikel, der ist schon in der Nummer 2/18 erschienen. Nämlich, der heißt Kündigung des Atomabkommens mit Iran durch Donald Trump. Kann man hier am Büchertisch sehen. Des Weiteren möchte ich noch auf einen anderen Artikel verweisen, nämlich der zu dem Thema heute Abend geht, nämlich zum Dollarimperialismus, nämlich wie er vor Trump verfasst gewesen ist. Da möchte ich auf die Nummer 314 verweisen. Da liegen auch ein paar Exemplare aus, die kann man sich auch anschauen. Und der letzte Hinweis ist auf den Gegenstandpunkt, der demnächst in 14 Tagen vermute ich mal erscheinen wird, die Nummer 418. Da wird es einen Artikel geben, der nochmal das Stichwort Sanktionen und Sanktionsregime und nicht speziell jetzt über den Iran geht, aber mal Überlegungen darbietet, was da eigentlich an wirtschaftlicher Macht und an Gewalt dahinter unterstellt ist, dass so eine Nation wie die USA, eine andere Nation, existenziell bedrohen kann, wenn es über dieses Land verfügt, dass die halt nicht mehr an der Weltwirtschaft teilnehmen dürfen. Das, wie gesagt, in 14 Tagen. Gut. Jetzt ist wieder erst nochmal die Test des Lautsprechers. Ist das alles verständlich, was ich jetzt sage? Okay, dann geht's los. Also das Thema soll heute sein, der Dollarimperialismus der USA, der neue unter Trump. Und das wird jetzt schon mal die erste kleine überraschende Gegenthese sein zu dem, wie es man aus der öffentlichen Besprechung kennt, auch der seiner Vorgänger bis hin zum hochgelobten Obama. Am Fall Iran, an dem Atomabkommen und an Kündigung des Atomabkommens soll es exemplarisch darum gehen, welche Ansprüche die alte, welche Ansprüche die neue US-Außenpolitik verfolgt und wie dabei der Dollar als Waffe eingesetzt wird. In diesem Frühjahr hat der Präsident Trump sehr abrupt den Vertrag mit dem Iran über den Atomverzicht, das sage ich jetzt einmal als Anmerkung dazu, es heißt ja nicht ein kompletter Atomverzicht, sondern der Verzicht darauf, die konventionelle, also nicht militärische Nutzung der Atomenergie und Atomtechnik so auszubauen, dass potenziell eine militärische Nutzung dabei herauskommt. Das ist in dem Vertrag festgelegt worden, dass der Iran davon Abstand nimmt. Also dieser Vertrag über den Verzicht des Iran und
über die Kontrolle, die über diesen Verzicht ausgeübt wird, das hat er dran gekündigt. Das ist einerseits eine Kündigung gegenüber dem Iran und gleichzeitig auch gegenüber seinen Bündnispartnern, Europa, Russland, China, hat er ihnen auch das gemeinsame Kontrollregime aufgekündigt. Dazu hat Trump der Welt auch mitgeteilt, warum er das tut, dass er nämlich mit der Kontrolle über die atomaren Ambitionen des Irans nicht mehr bereit ist, sich zufrieden zu geben, sondern dass er den Iran zur Kapitulation zwingen will. Und er hat der ganzen Welt auch gleichzeitig gleich mitgeteilt, dass er auch nicht gedenkt, sich in diesem Vorhaben von den anderen mächtigen Staaten, auch von seinen ehemaligen Vertragspartnern, behindern zu lassen. Bei der Ansage, die da getätigt worden ist, ist dann auch schon klar gewesen, das ist natürlich nicht einfach eine Ansage, die ein Privatmann macht, es ist ja klar, Trump spricht als Präsident der USA, insofern ist diese Ansage ein eindeutiges Machtwort gewesen, weil ja klar ist, dahinter steht überhaupt die von Trump übernommene weltweite Macht der USA. Dass da eine harte Machtfrage auf der Tagesordnung steht, ist den europäischen Politikern und den Medien schon irgendwie klar. Aber debattiert wird es in einer ganz komischen Form. Die unterscheiden nämlich gerne auf der einen Seite zwischen einer Trumpschen Politik, die zwischen chaotisch und trumpelmäßig beschrieben wird, der Elefant im weltpolitischen Porzellanladen, und auf der anderen Seite wird eine Scheidung davon gemacht, die heißt, und eigentlich gibt es doch eine gute Weltmacht USA, die aber eigentlich nicht das ist, was Trump jetzt macht. Die beharren also da auf einem Unterschied. Und rückwirkend am Iran-Atomabkommen ist das alles nochmal auf die Tagesordnung gekommen und ist ausgeführt worden, was sie nämlich an der alten US-Gewalt für verteidigungs- und erhaltenswert halten. Da ist zum Beispiel gesagt worden, ja, das hat ja die ganze Welt vor der bösen Atombombe der Mullahs geschützt. Dann ist dazu gesagt worden, ja, da ist es gelungen, die Gefahr durch den Iran auf ganz friedlichem Weg zu beseitigen. Dass man da einen Krieg vermeiden konnte durch ein diplomatisches Kunstwerk. Und dass das richtig glücklich war, das überhaupt auszuformulieren und gelungen ist durch die multipolare Zusammenarbeit von den großen Nationen. Oder wie die Kanzlerin Merkel das immer so schön beschwört, wenn sie von der guten, alten, regelbasierten Weltordnung spricht, die man doch keinesfalls aufgeben darf. Dazu ist meine erste These. Alles, was ich jetzt an Sachen über den Rückblick gesagt habe, was da vorkommt, ist ein falsches Lob der Vergangenheit, das lauter Verlogene anstatt behält. Anstatt soll heißen, dass immer gesagt wird, ja damals war es gut, heute ist es ganz anders und schlecht. Es ist verlogen und falsch zu sagen, die USA wäre ehemals ein verantwortlicher Protagonist von der friedlichen Weltordnung mit der Unterstreichung auf Ordnung, Regelung gewesen, statt dass heute US-Nationalismus angesagt ist. Es ist genauso falsch, das zu betrachten als früher war die Politik ein Werk der Diplomatie, statt dass da Gewalt dabei eingesetzt worden wäre. Genauso falsch ist es, den Gegensatz zu machen, damals wären noch die Sicherheitsinteressen auch der Verbündeten mit eingegangen. Man habe über den Atlantik hinweg einen respektvollen Umgang mit dem Partner gepflegt, auf Augenhöhe verhandelt, statt dass es Ansagen harscher Art gibt, die auf der US-Dominanz herumreiten. Dann werde ich gleich noch die zweite These benennen, die im späteren Verlauf noch behandelt wird.
Europas politische Führer machen ja immer als Problem vorstellig, dass es der Verlust von Idealen ist. Also was jetzt benannt worden ist, Respekt, Ordnung, dass sie daran leiden in der neuen Trumpschen Weltordnung. Und dagegen möchte ich behaupten, die leiden gar nicht an dem, was sie ihren Völkern immer als Problem vorstellig machen. Ja, so wird immer geredet und so dürfen sich auch wir und alle anderen in Europa das gerne missverstehen. Warum? Ja, weil wir dann nämlich schon bei dem angekommen sind, wo wir auch sein sollen, dass wir unsere Politiker nämlich betrachten als welche, die den alten Werten verpflichtet, das volle Gegenbild zu Trump sind und wir ihnen kräftig die Daumen drücken für den Umgang mit dem Wüstling aus dem Weißen Haus. Dagegen ist meine These, es mag zwar sein, dass die europäischen Führer über verlorene Werte lamentieren, ihr wirkliches Problem ist ein ganz anderes. Ihr wirkliches Problem ist der Verlust ihrer Macht, den sie durch die neue Trump-Außenpolitik erleiden. Zu diesen Thesen wird es jetzt Ausführungen geben. Ich fange an mit dem ersten Block. Werner wird im späteren Verlauf zum zweiten Block Argumente vortragen, über die wir dann diskutieren wollen. Es geht jetzt also erstmal exemplarisch am Vorgehen gegen den Iran, am Iran-Vertrag, um die Widerlegung dieser ganzen guten Urteile über die alte Weltordnung. Dass der Iran-Vertrag eine gute Sache war, dafür wird gerne auf ein Feindbild verwiesen, ein Feindbild über den Iran ausgemalt. Nämlich gesagt, das ist ein schlechter Staat, gegen den man doch dringend was Zivilisierendes unternehmen muss. Nicht nur die Atombombe, sondern, da wird gerne angeführt am Iran, das ist ein Staat, der Frauen unterdrückt und der außer Frauenunterdrückung auch noch viel Schlimmeres und Gefährliches macht, nämlich Terror. Dass dieser Vertrag, das Bündnis, das sich gegen den Iran gerichtet hat, nicht aus diesen Gründen zustande gekommen ist, kann man sich eigentlich einfach klar machen. Denn diese vorstellig gemachten Delikte, also Frauen unter den Schleier zwingen und Terror in seiner Region verbreiten, das ist ja eine durchaus übliche Praxis von sehr geduldeten und zum Teil auch hochgeschätzten Partnern des Westens. Da braucht man sich ja nur in der ganz unmittelbaren Umgebung vom Iran mal umschauen. Denken wir an Saudi-Arabien, wo es in diesem Jahr Frauen erlaubt wurde, dass sie auch mal Auto fahren dürfen. Also Auto fahren dürfen, nicht den Führerschein machen dürfen. Auch zum Thema Terror. Da kann man heute in der Zeitung lesen, was über den Fall Khashoggi sehr berichtet wird, ist der Krieg im Jemen, bei dem Saudi-Arabien eine große Bürgerkriegspartei ist und den ganzen Konflikt hochkocht. Da gibt es Verlautbarungen, dass gesagt wird, die UNO-Gesandten, die im Jemen sich aufhalten, dass sie so ein schlimmes humanitäres Massaker in ihrer ganzen Laufbahn noch nicht gesehen hätten. Das darf man jetzt nicht missverstehen, was ich gesagt habe, als Feindbilder muss man schon aufpassen, dass man alle mit dem richtigen Urteil belegt. Nein, ich will damit was anderes sagen. Wenn es so ist, dass damit unterschiedlichem Maß gemessen wird, dann wird es auch schon so sein, dass die Feindschaft zum Iran aus ganz anderen Gründen zustande kommt und in etwas anderes sich erklärt, als in diesen Delikten, die da ausgemalt werden. Dass die Delikte überhaupt nur angesprochen werden als Legitimation für die Feindschaft, die aus anderen Gründen existiert. Wenn man anschaut oder sich erklären möchte, worin besteht eigentlich die Feindschaft, ist es ganz nützlich, sich mal anzuschauen, was eigentlich die Gemeinsamkeit all der Staaten ist, die die USA auf der Achse des Bösen verorten.
und danach sucht, was für ein gemeinsamer Kern da eigentlich an Vorwurf gegen diese ganzen Staaten zustande kommt. Und das fasst sich zusammen in dem Standpunkt der USA, dass in allen diesen Ländern Anti-Amerikanismus am Werk wäre. Die USA identifizieren nämlich an diesen Staaten einen Unwillen, die USA als die Oberhoheit zu akzeptieren, die in allen Fragen der Weltordnung zuständig ist, und dass diese Staaten nicht bereit sind, ihre Staatsräson im Inneren danach auszurichten, was den USA in Sachen guten Regierens genehm ist. Und die außerdem und vielleicht auch vor allem eine Außenpolitik betreiben, die sich nicht an die Richtlinien hält, die die USA vorsehen. Die sich auch zum Teil ganz gegensätzlich gegen die Interessen der USA aufstellen. Aber im Iran ist es so, im Nahen Osten ist der mit autonomen Interessen unterwegs, der unterstützt die Palästinenser gegen Israel, mischt sich im Irak ein, mischt sich in Syrien ein, in Jemen, als Gegner der USA und als Gegner der Verbündeten der USA. Diese politische Betätigung erfüllt für die USA den Tatbestand des Anti-Amerikanismus. Das möchte ich jetzt nochmal nach einer anderen Seite etwas betrachten, nämlich es ist doch eigentlich schon eine ziemlich komische, absurde Sache. Der Iran ist in seiner unmittelbaren Nachbarschaft unterwegs und die USA kommen zu dem Urteil, das sind anti-amerikanische Untriebe. Da ist ja immerhin ein ganzer Ozean dazwischen, muss man mal sagen. Daran kann man eines aber ablesen. Was da nämlich unterstellt ist an US-Anspruch, nicht nur an Anspruch, sondern sozusagen als ein Anspruch, den die USA auch als ihr Recht ansehen und bereit sind, auch überall durchzusetzen. Dass nämlich die USA die allein autorisierte Instanz sind, die definiert und definieren darf, welche Staaten was wo dürfen. Und in dieser Hinsicht hat sich der Iran vergangen. Der hat nämlich die Statuszuweisung der USA, die für den Nahen Osten gilt, dass da die regionalen Player Israel und Saudi-Arabien sind und man sich deren Interessen unterzuordnen hat. Dem hat sich der Iran nicht angepasst, sondern dagegen aufgestellt. Und ganz unerlaubterweise Vorstellungen davon, wie er sich als regionale Macht profilieren kann. Das hat im Iran die Feindschaft der USA eingetragen. Solche Staaten, die den USA die Unterordnung verweigern, dürfen vom Standpunkt der USA keine Macht haben. Und da ist jetzt was anderes angesagt, als einfach nur das, da mag es manche Fälle von Machtgebrauch dieser Staaten geben, die den USA nicht recht sind, also geht man dagegen vor, es gibt konkrete Einsprüche an diesem oder jenen Fall. Nein, wenn so ein Urteil gefallen ist, dann steht ein absoluter Einspruch an. Dann steht nämlich für die USA der Befund und der Auftrag an, dass ein solcher Staat keine Macht haben darf. Die Machtfrage wird auf die Tagesordnung gesetzt, inwiefern der Iran unterzuordnen ist, und damit kommt sofort, und das meine ich jetzt im Wortsinn, das Nuklearprogramm des Iran ins Visier der USA. Das geht nämlich für die USA gar nicht, dass ein so unbotmäßiger Staat solche Waffen besitzt. Und im Fall des Iran ist es ja nochmal gar nicht der Besitz, sondern es ist die mögliche Erwerbung der Potenz, eine solche Waffe herzustellen.
Jetzt mache ich einen kurzen Satz. Es ist quasi ein ganz winziger Exkurs zur Frage, was eigentlich das ganz Besondere an der Atombombe ist. Das ist, liegt nicht in irgendwelchen, wie es manchmal beredet wird, humanitären Scheußlichkeiten der Atombombe, sondern die Besonderheit liegt darin in ihrer militärischen Einzigartigkeit. Die Atombombe ist nämlich eine ultimative Verteidigungswaffe. Eine Waffe, die egal wie das Kräfteverhältnis zwischen Kontrahenten bestellt ist, egal auch wie vielleicht der aktuelle Kriegsverlauf ausschaut, immer dazu taugt, dem Gegner schwersten Schaden zuzufügen. Das ist also, sagen wir mal, in einem Verhältnis von einem unterlegenen Staat zu einem schwer überlegenen ein ultimatives Mittel, weil immer die Drohung im Raum steht. Auch der weitaus überlegene Staat muss eventuell damit rechnen, auf seinem Territorium mit atomarer Verseuchung und enormer Verwüstung zu rechnen haben. Umgekehrt, auch für die potenten Staaten, die militärisch gesehen überlegen sind, Waffengattungen jeder Art besitzen, auch für die ist die Atombombe eine eminent wichtige Waffe, weil sie sie, und das ganz explizit noch gegenüber Staaten, die keine Atombombe besitzen, sozusagen zum völlig freien Nutzen ihres konventionellen Waffenarsenals instand setzt. Ja, und im Fall Iran ist es jetzt noch so, da kann man ja gar nicht von einer unmittelbaren Bedrohung der USA reden, selbst wenn der Iran im Besitz einer Atombombe wäre. Denn dazu wäre ja noch die Raketentechnik vorausgesetzt, um die USA als Territorium zu beschädigen. Aber es gibt natürlich sehr wohl ein Bedrohungsszenario durch eine mögliche Atomwaffe des USA, durch eine mögliche Atomwaffe des Iran, nämlich die Gefahr, die für die Anrainerstaaten, für die Verbündeten der USA und für die dort stationierten Streitkräfte der USA, für die militärischen Basen, die sie in diesem so wichtigen Nahen Osten mit seinen Energiequellen haben, bedeuten würde. Wenn der Iran eine Atombombe hätte, dann käme dem Iran glatt so etwas zu, dass er den USA einen schwer zu kalkulierenden Preis für den Fall androhen könnte, dass die endgültige Exekution des Irans auf die Tagesordnung der USA gesetzt wird. Dass also der Iran sowas wie eine Potenz hätte, dass er nicht gleich vor der militärischen Übermacht der USA kapitulieren muss und sagen muss, ich gebe bei allem klein bei, sondern dagegen setzen kann und sagen könnte, ja, aber die Bedrohung der Atomwaffe steht im Raum, der Preis für eine kriegerische Aktion gegen unsere Souveränität ist hoch. Das ist für die USA die nicht hinnehmbare und deshalb zu liquidierende Einschränkung ihrer militärischen Handlungsfreiheit gewesen. Und nicht nur ihrer militärischen Handlungsfreiheit, sondern damit natürlich auch ihrer politischen Freiheit, wie sie mit dem Nahen Osten umspringt. Aus dem Grund hat Obama es sich zur absoluten Priorität gesetzt, dass diese Bedrohung des freien Kalkulierens der USA aus dem Weg geräumt werden muss. Und die Feindschaft des Iran gegenüber dem Iran dafür in einem Schritt erstmal etwas hinten angestellt wurde. Er hat den Vertrag gemacht, um quasi in einem ersten Schritt das, was ihm am meisten gestört hat, dem Iran abzukaufen und abzunehmen, ihn atomar zu entwaffnen und zu entmächtigen. Naja, und dem hat sich der Iran gebeugt und hat ihn die atomare Beschneidung seines zivilen Programms eingewilligt und das hat ihm erstmal die Liquidierung erspart.
Jetzt bin ich bei einem ersten Befund über die Weltordnung. Also wir hatten ja in der Ankündigung, habe ich ja meine Thesen aufgestellt, die heißen sollten von wegen gute alte Weltordnung. Jetzt kann man nämlich mal was zusammenfassen über das, was Frieden ist. Dieser Vertrag wird überall verhandelt als der Inbegriff von Frieden. Also ein wunderbares Beispiel für die Humanität der amerikanischen Weltordnung. Das ist eine super aufschlussreiche Sache. Das zeigt nämlich, was man unter Frieden in der amerikanischen Weltordnung zu verstehen hat. Was das wirklich ist. Das ist nämlich die Bedingung des Friedens und der Inhalt des Friedens. Das ist, dass die USA die militärisch garantierte imperialistische Suprematie über die Welt haben. Inklusive einer Fähigkeit zur atomaren Kriegsführung, zumindest gegenüber denjenigen, die keine konzessionierten Atommächte sind. Dass Frieden also das ist, der Standpunkt der USA auf ihr Monopol an Gewalt über die Welt. Dass sich selbst, also der USA, die Gewaltanwendung vorbehält und allen anderen verbietet. Jetzt komme ich zum nächsten Punkt, der sich mit Diplomatie, mit guter Weltordnung, mit diesen vorstellig gemachten Werten befasst. Der Ruhm des Atomdeals ist ja, dass den Mullahs der Griff zur Atombombe verwehrt wurde, auf ganz friedliche Art und Weise. Das wurde damals, als der Vertrag zustande kam, mit einem ziemlichen Erstaunen überall aufgeschrieben, was sie da hingekriegt haben. Da muss man sich überlegen, sowas ist verräterisch, wie das ausgedrückt wird. Wer es als erstaunlich und großartig beurteilt, dass dem Iran friedlich etwas abgenommen wurde, ja, da geht man ganz selbstverständlich davon aus, ohne dass man sagt. Was sagt man nicht, aber was ist allen geläufig, die so argumentieren? Dass sowas wie die atomare Entwaffnung, das Abbringen des letzten militärischen Mittels eines Souveräns, dass das normalerweise ein Fall für Krieg ist. Also was die USA vom Iran beansprucht haben und bekommen haben, keine Waffen in iranischer Hand, die die freie Kalkulation der USA einschränken können und die freie Kalkulation des politischen Umgangs der USA einschränken können. Dem Iran diese Waffen abzuringen, das ist der Logik der Sache noch ein Kriegswerk. Allerdings, der Befund, dass das ohne Krieg stattgefunden hätte, stimmt so ganz nicht. Bis der Iran nämlich an diesem Punkt war, den Vertrag zu unterschreiben, hat es erstens eine permanente US-Kriegsdrohung und zweitens ein Sanktionsregime gegeben, die er Werk getan hat. Zu der permanenten US-Kriegsdrohung: der Iran ist ja umgeben von lauter Verbündeten der USA, die hochgerüstet worden sind mit allerfeinsten, teuersten und quantitativ auch umfangreichsten Waffenarsenalen. Da gibt es das atomar ausgestattete Israel. Außerdem ist der Iran insgesamt weltpolitisch ausgegrenzt, hat kaum Unterstützer und Freunde. Zu zweitens zum Sanktionsregime. Die USA haben ja im Vorfeld selber Sanktionen
durchgeführt, beziehungsweise auch andere Nationen dazu bekommen, die die Haupteinnahmequellen des Irans, nämlich den Verkauf von Öl und Gas, schwer betroffen haben. Und die ganzen Außenbeziehungen, die der Iran noch pflegen konnten, waren dann überhaupt abhängig davon, unter diesem Sanktionsregime, das es schon gegeben hatte, inwiefern überhaupt mögliche Partner bereit sind, auch die Feindschaft Amerikas eventuell mit abzubekommen. Dadurch wurde dem Iran, und zwar ganz wirkungsgleich zu einem Krieg, seine Existenz und seine Machtgrundlage beschädigt. Also durch das Zerstörungswerk, das der Ausschluss von den Einnahmequellen, was das ökonomisch, wirtschaftlich im Land angerichtet hat. Auf dieser Basis sind die USA angekommen und haben den Vorschlag, das Angebot unterbreitet, dass das Land doch mit einem Ablassen von seiner Selbstbehauptungspolitik die Aufhebung der Sanktionen erreichen könnte, die mit dem Kernenergieprogramm begründet waren. Heißt also, wie ist überhaupt der Iran reif gemacht worden, quasi so eine Erpressung überhaupt zu akzeptieren? Die Voraussetzung war schon, dass dein Land ziemlich ruiniert worden ist. So weit ruiniert worden ist, dass es dem Iran attraktiv, als sogar als Kalkulation erschienen ist, dass er überhaupt seine Existenz retten kann, dafür auf sein entscheidendes Machtmittel zu verzichten. Eine kleine Unterstellung schließt dieses Erpressungswerk noch ein, nämlich das, wenn sowas wirkungsgleich zu einem Krieg wirkt, dann ist es offenbar so, dass alle politischen Mächte, die auf dem Weltmarkt etwas zu sagen haben, also die auf dem Weltmarkt handeln, wie die Regularien mitbestimmen, auch die mitentscheiden, mit welchen Geldern, in welcher Form gezahlt wird, alle die müssen an diesem Regime mitgewirkt haben, damit es überhaupt so sein konnte, dass die Sanktionen eine so arg zerstörerische Wirkung entfalten. Der Iran musste also ganz umfassend vom Weltmarkt ausgeschlossen sein. Und das haben die Nationen auch zusammen praktiziert. Das wäre jetzt mein zweiter Befund über die gute alte Weltordnung, über das Lob dieses diplomatischen Friedenswerks. Weltordnung, regelbasierte Weltordnung, besteht offenbar darin, dass unter Führung und Anleitung der USA und mit Beteiligung von allen anderen großen potenten Mächten Staaten, die sich nicht der US-Suprematie unterordnen wollen, aus der Staatengemeinschaft exkommuniziert werden und mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln erpresst werden, bis sie klein beigeben. Jetzt möchte ich noch ein paar Sätze sagen zur Ordnung, auch so eine hochgelobte Sache, Weltordnung. Ich habe noch eine Frage. Ja. Zudem, du hast gesagt, der Vertrag ist, das kann man diesen... In der Öffentlichkeit wurde das so mit Erstaunen behandelt, dass man das hinbekommt, mit dem Vertrag, den die Atombombe abzuringen oder beziehungsweise die Potenzen in der Atombombe hinzukriegen. Und jetzt hast du gesagt, da sieht man, das ist der Sache nach ein Kriegswerk. Und das habe ich, also jetzt, wie du das erläutert hast, habe ich es eher so verstanden, von der Wirkung her ist das
das Gleiche wie hat es das Gleiche zustande gebracht wie ein Krieg, aber inwieweit ist das der Sache nach ein Kriegswerk? Ich weiß nicht, ob das nicht ein semantisches Problem ist, nur ich. Vielleicht stimmt es nicht. Musst vielleicht noch mal was dazu sagen. Also gemeint war es so, es wird gelobt, es ist auf friedlichem Wege ohne Krieg zustande gekommen, den Iran so weit zu bringen, dass er unterschreibt. Und ich wollte dazu sagen, was vorher an Sanktionen, an politischem Umgang mit dem Iran gepflegt wurde, das hat ihn mit friedlichen Mitteln quasi ohne Krieg, aber wie im Krieg, in einen ökonomischen, politischen Zustand gebracht, der mit einem Krieg vergleichbar ist. Also von der ruinösen Wirkung, die sowohl die kriegerische Bedrohung in den Nachbarstaaten als auch das Sanktionsregime gegen den Iran hatte, ist das vom Ergebnis her wie ein Kriegswerk. Genau. Okay, also dann, wenn jetzt nicht aktuell jetzt hierzu noch was kommt, würde ich noch mich zu dem mit Weltordnung ein paar Sätze sagen. Dieser Iran-Atomvertrag war neben dem Vertragswerk, das den Iran einbindet, zugleich noch viel mehr als ein Vorgehen nur gegenüber diesem Land, sondern die USA haben damit gleich ein Exempel für die ganze Staatenwelt vorexerziert. Die haben nämlich der Welt präsentiert, dass das, was sich in der Frage des Besitzes und der Nutzung von atomarem Material gehört und was sich verbietet, eine exklusive Entscheidung der USA ist. Die fällen und sonst keiner. Da gibt es ja einen Atomwaffensperrvertrag, den viele Nationen unterschrieben haben. Und die USA haben quasi diesen Atomwaffensperrvertrag ganz einseitig neu definiert. In dem Vertrag ist eigentlich geregelt, das Verbot der Aneignung von Atomwaffen für die nicht konzessionierten Atommächte, und da drin ist niedergeschrieben die Konzession zu einer zivilen Nutzung der Atomtechnologie. Am Fall Iran führen die USA der ganzen Welt vor, dass es überhaupt nur ihr Recht ist, darüber zu bestimmen, was unter zivilem Atomprogramm zu verstehen ist und was darunter vor allen Dingen nicht zu verstehen ist. Die Seite, ja, der Iran hatte ja offiziell nur ein ziviles Atomwaffenprogramm. Verboten worden ist ihm der vollständige Brennstoffkreislauf, der die Potenz hat, irgendwann in eine Atombombe zu münden, dass er sich diesen aneignet. Laut Atomwaffensperrvertrag wäre das eine Sache, friedliche Nutzung der Atomenergie, die allen Unterzeichnernationen zugestanden ist. Noch ein zweiter Punkt zur Ordnung. Wird dem Obama ja als große Leistung angerechnet, dass er auch die gestrigen Feinde, also Russland, und seinen neuen großen Mitkonkurrenten China mit in den Vertrag eingebunden hat. Aus amerikanischer Sicht war das erstmal eine riesige Konzession, dass die gesagt haben, dass die überhaupt mitmachen dürfen. Das ist ein großes Zugeständnis der USA, einerseits. Andererseits hatte das schon auch ein Ziel und eine Zwecksetzung, nämlich diejenige, den Iran von allem möglichen potenziellen Rückhalt bei anderen großen Mächten abzuschneiden. Also alle großen wichtigen Staaten am
Regime der USA über die Staatenwelt beteiligen, sie zu funktionalisieren. In dem Sinne, wenn die dabei sind bei den Sanktionen, wenn die alles unterstützen, was die USA vorgesehen hat, dann heißt es auch, das US-Weltordnungsregime wird potenziert in seiner Macht durch die Beteiligung von diesen anderen großen Staaten. Umgekehrt, einbinden lassen haben sich die imperialistischen Konkurrenten und auch das eigentlich überhaupt nicht an einer militärischen Abrüstung des Iran interessierte Deutschland. Die Deutschen ganz speziell waren ja eigentlich immer nur daran interessiert, ökonomische, nützliche Beziehungen einzugehen. Die haben sich vielleicht gefährdet gesehen, aber bestimmt haben kein Problem damit gehabt, dass der Iran zivile Nukleartechnik betreibt. Einbinden lassen haben sich die alle. Wegen ihrer politischen Aufwertung als Vertragspartner. Und ganz speziell noch im Fall von Deutschland einen Vertrag mit unterschreiben, mit Weltordnen dürfen, mit der Weltmacht USA und den anderen ständigen Mitgliedern des Weltsicherheitsrats. Deutschland, die Russen, China sind also dabei gewesen bei der imperialistischen Kontrolle der Welt. Und da wäre ich jetzt bei meinem dritten vernichtenden Befund über die schöne alte multipolare Weltordnung. Das ist nach der einen Seite ein Regime der USA über die Welt, das durchgesetzt wird mit der Hilfe und der Einbindung der Konkurrenten als Mitmacher. Und die Mitwirkung der Konkurrenten bestätigt den Anspruch der USA auf die imperialistische Oberhoheit, auf das Gewaltmonopol der USA. Und nach der anderen Seite, die Sache mit, das waren noch Zeiten, in denen mit Respekt zwischen den Partnern verhandelt wurde, das kann man jetzt auch deutlich ausbuchstabieren, was das heißt, zum Beispiel für Deutschland. Ja, genau, damals sind sie dabei gewesen, worauf sie furchtbar scharf sind. Dabei gewesen bei der imperialistischen Kontrolle der Welt. Gut, jetzt noch ein letzter Punkt zu dem Iran-Atomvertrag, der so hoch gelobt worden ist. Mit dem Zustandekommen des Vertrags haben die USA die atomare Entwaffnung des Iran von der Durchführung ihrer Feindschaft zum Iran getrennt. Die Feindschaft haben sie ja gar nicht aufgegeben. Und dieses komische Konstrukt, einerseits ist der Iran als Macht ihnen eigentlich immer noch ganz prinzipiell unrecht und sie hätten ihn am liebsten weg, aber diese Feindschaft wird mal storniert, damit man den Hauptstörpunkt, nämlich Iran im Besitz zukünftiger Atomtechnologie, beseitigt. Ja, so ein Vertrag, dieser Vertrag schließt lauter Widersprüche ein. Die USA verzichten auf den Einsatz von Militär gegen den Iran. Die Feindschaft gegen den Iran nehmen sie nicht zurück. Die sind weiter dabei mit dem Willen zur substanziellen Schwächung der Macht des Iran. Insofern sind auch gar nicht alle Sanktionen außer Kraft gesetzt worden, sondern exakt diejenigen, die begründet waren mit der Atomtechnikproduktion. Alle Sanktionen, die begründet worden sind durch Terrorunterstützung, Raketenbeschaffung und so weiter, sind weiter in Kraft geblieben. Von der Seite des Iran aus, auch da Widersprüche. Der stimmt seiner Entmachtung zu, um seine materielle Existenz zu sichern. Für ihn eine ganz entscheidende Sache, wieder am Weltmarkt zugelassen zu werden. Die haben nämlich über diese ganze ökonomische Lage des Sanktionsregimes gab es diesen Ausdruck Resistance Economy, also sowas wie eine Kriegswirtschaft.
Die wollten unbedingt wieder die Beteiligung am Weltmarkt, bekommen sie aber nur bedingt. Der Weltmarkt ist gar nicht voll zugänglich wegen der weiter bestehenden Sanktionen. Die USA haben bedingten Zugang gewährt und bei diesen dann gleich noch draufgesetzt, dass auch die Beteiligung am Weltmarkt, die erlaubt ist, ein weiteres Mittel der Zersetzung ist. Nämlich das, es ist ja klar, ein Staat, der unbedingt angewiesen ist auf den Verkauf von seinen Rohstoffen am Weltmarkt, der unbedingt angewiesen ist zum Kauf von Technologie am Weltmarkt, wieder zugelassen wird, genau diese dringend für den Staat notwendigen Dinge bekommt, der begibt sich in ökonomische Abhängigkeiten. Ja, und ökonomischen Abhängigkeiten sind was sich dann wieder in allerbester Form als Hebel der politischen Einmischung nutzen lässt. So hat es dann auch auf Basis des Vertrages, als der abgeschlossen war, der Iran wieder bedingt als Geschäftspartner zu haben war, ist auch gleich zwischen den Vertragsparteien eine ganz muntere Konkurrenz darum losgegangen, wie der wirtschaftlich ausgenutzt werden kann und wie man das in politische Abhängigkeiten umsetzt. Sind gut mit dabei gewesen, die Deutschen, weil, das ist ja eine wunderbare Geschäftsbedingung, ein Staat ökonomisch in desolater Lage, angewiesen auf den Weltmarkt, da ist es leicht, gute Bedingungen für Handelsbeziehungen auszuhandeln. Und das ist jetzt mein letzter Befund, der ist nicht ganz unter die ersten einzuordnen, weil er mehr ein bisschen prinzipieller ist, nämlich den Gedanken, der heute auch immer gegen den Trump vorgebracht wird, der macht doch gar keinen fairen Welthandel mehr. Der ist doch mit Erpressung zugange. Am Fall Iran, wie die Deutschen, wie die anderen mit dem als Handelspartner umgehen, merkt man doch eines. Ja, Erpressung ist doch das allerschönste Mittel bei der gedeihlichen Nutzung des Weltmarkts. Abhängigkeiten benutzen, Abhängigkeiten aufbauen und sie hinterher mit politischer Münze wieder für sich benutzen. Das ist doch laufend praktiziert worden. Also von wegen, früher wäre Erpressung kein Mittel der Politik gewesen. Ich werde jetzt fertig mit dem ersten Teil und wir haben uns gedacht, dass wir jetzt eine Diskussionspause machen. Und der zweite Teil besteht dann in Trumps, also Aufkündigung, was man dazu sagen kann. Dass das jetzt nicht Gegenstand der Diskussion ist. Dass der Trump ja noch nicht vorgekommen ist. Nein, Diskussion. Eine Pause. Wir machen eine Pause zum Diskutieren. Dann kriegen wir das jetzt in die Mitte, dann kannst du das mitnehmen. Also wir haben uns eigentlich gedacht, dass das hier nicht einfach so durchgeht, was wir für schreckliche Sachen über die hochgelobte Weltordnung erzählen. Und wir hätten auch wieder ein Saalmikro. Ich habe doch auch eine Frage. Soll ich das Mikro nehmen? Ja, das ist zu leise.
Okay, wunderbar. Und zwar, du hast gesagt, Susanne, dass am Fall Iran die USA zeigt, dass nur sie das Recht hat, darüber zu bestimmen, was unter diesem zivilen Nutzungsrecht von Atomprogrammen zu verstehen ist. Und ich hätte jetzt gedacht, gerade die Art und Weise, dass es als Vertrag mit Europa, China und Russland zustande gekommen ist, beweist ja, dass die USA dafür aber auch, dass es nicht am alleinigen Machtwort der USA liegt, sondern sie dabei auch auf Mitmacher angewiesen ist. Also weil alleine, sie alleine konnten das Machtwort ja gegenüber dem Iran oder wollten es und konnten es so nicht durchsetzen. Ja, die haben sich nach der einen Seite, haben sie sich Mitmacher ins Boot geholt, um ihre Sanktionen durchzusetzen. Die Definition, was der Iran darf und nicht darf, die haben schon die USA gesetzt. Und dafür haben sie sich zum Mitmachen die anderen mit dran gezogen. Und dann kann man das schon so sagen, wie du sagst, ja, als Mitmacher bei dem, was sie als Oberhoheit imperialistischer Art auf die Tagesordnung setzen, sind Mitmacher, die sich einordnen in ihre politische Zielsetzung, willkommen und sie werden funktionalisiert, um ihnen bei der Durchsetzung zu helfen. Es ist aber nicht so zu verstehen, dass das ein gemeinsames Werk quasi war von Deutschland, Russland und China, dass die sich vorher überlegt haben, dass das alles ihr Anliegen ist. Merkt man ja an den Deutschen. Deutschland hatte eigentlich überhaupt nie ein Interesse daran, sich in militärische Fragen einzumischen, auch nicht in militärische Auseinandersetzungen mit dem Iran, weil die immer eine Bedrohung ihrer Handelsbeziehungen befürchtet haben. Und die sind mit dabei gewesen beim Vertrag vom Standpunkt, sie wollen mitbeteiligt sein als politische Macht und war dann auch das Argument von der deutschen Seite, ja, sie hätten ja da auch was bewirkt, dass nämlich der Krieg gegen den Iran von der Tagesordnung genommen wird. Wo natürlich klar ist, das ist nicht den Deutschen gelungen, weil sie so gut verhandelt haben, sondern weil Obama schon selber die Widersprüche der alten US-Außenpolitik dem Iran die Existenz abzukaufen, ja, den Iran als ganze Macht zu beseitigen durch Förderung der Opposition im Innern, durch Befördern der Gegner von außen, es nicht dazu geführt hat, dass der Iran von seinem Selbstbehauptungswillen ablässt. Vielleicht nochmal zu deinem Wollen und Können. Oder siehst du das hinreichend beantwortet? Ja, das war jetzt. Ich wollte noch mal eine andere Sache, um das vielleicht nochmal. Diesen einen Befund, den ich vorhin denkwürdig fand über die alte Weltordnung, weil es das vielleicht nochmal ein bisschen zur Diskussion stellen. Ich habe, wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du ja vorhin gesagt, diesen ganzen Loben der alten Weltordnung, die meinen, so wird der Friede in der Welt gesichert und die alte regelbasierte Weltordnung, das war eine Friedensordnung. Das, was sie damit Frieden meint oder an diesem Vertrag und an dem, wie die USA dann mit dem Iran umgeht, dann auch mit den anderen Staaten, die es der Achse des Bösen zurechnet, kann man ein bisschen ablesen, was da unter Frieden verstanden wird. Nämlich Frieden in der alten Weltordnung hieß nichts anderes als die absolute gewaltmäßige Überlegenheit der USA.
ich habe jetzt die Frage nicht ganz verstanden. Nein, das war auch keine Frage. Ich meine, ich wollte noch mal ein bisschen einen von einer Vereinigung gefunden ins Gedächtnis rufen, um vielleicht eine Diskussion anzustoßen. Weil ich meine, das ist doch ein Punkt, der auf Widerspruch stößt in der Regel oder der einem nicht so geläufig ist. Ich habe das ein bisschen anders verstanden. Nicht nur einfach, dass von der Überlegenheit der Amis die Rede war, sondern dass die Art und Weise, wie der Obama, das waren in Obamas Zeiten, ne, wie der Obama interessiert daran war, dass die Partner, inklusive Russen und Chinesen, sich einbinden lassen, davon war ja auch die Rede, dass diese Tour, Weltordnung zu machen, heutzutage der nachgesagt wird, ja, das waren noch Zeiten. Da ging es noch gemeinsam und friedlich und nachvollziehbar in der Welt. So habe ich das verstanden. Also nicht als, das heißt, Überlegenheit der Amis überhaupt, sondern die Art und Weise des Verhältnisses, das sie eingenommen haben zu den entsprechenden Partnern. Ja, okay. Oder war das, war dir das eh klar? Ja, ich fand ja. Das nur so ein bisschen sehr abstrakt und allgemein zu sagen. Nein, also ich wollte nicht sagen, allgemein Frieden in der Welt heißt absolute Überlegenheit der USA. Sondern, was hast du denn dann gesagt? Wenn die alte Weltordnung loben, ich habe jetzt nicht mal dieses Lob wiedergegeben, wie du es gesagt hast. Wenn sie die alte Weltordnung loben als eine, die den Frieden versprochen und gehalten hat, dann ging sie aus von der Frieden der alten Weltordnung war die absolute Überlegenheit der USA. Das wollte ich gesagt haben. Das ist ja Verordnung. Zur Überlegenheit musst du schon noch die dazu sagen, wieso, worin dann die Ordnung geschrieben ist. Ich möchte mal, du beziehst dich ja auf ein Argument vom Vortrag und du hast jetzt das auf die Weltordnung schlechthin und was Frieden in der Welt schlechthin heißt. Das Argument war bescheidener. Nämlich, das Argument hat sich bezogen, dass dieser Iran-Deal als ein Friedenswerk gelobt wird. Und da war die Auskunft, ja, wenn man sich mal anschaut, was er denn war, dieser Iran-Deal, was er zum Gegenstand hatte, nämlich, dass die USA mitsamt seinen Verbündeten hingegangen ist und gesagt hat, Iran, diese Waffe darfst du auf gar keinen Fall haben, das ist für uns der Casus Belli, also der Kriegsgrund. Und da merkt man, was da das Friedenswerk ist, was da der Gehalt von Frieden ist. Also, aber jetzt, du hast es so auf Frieden überhaupt, sondern was da das Friedliche an diesem Vertrag war. Ja, das Wegnehmen von Waffen, was umgekehrt, so war das Argument gemeint, wo eine Macht gegenüber einem anderen Staat antritt und sagt, du musst gegenüber mir in den Status der Wehrlosigkeit sein, sonst gebe ich keine Ruhe. Wenn du dir was besorgst, was mich zu Berechnungen mit dir nötigen könnte, dulde ich das nicht. Also so hatte ich die Ausführungen verstanden. Dann gab es am Anfang noch eine Ausführung, die war auch zum Frieden, aber das war auch wieder am Beispiel von dem Fall Iran, der US-Standpunkt, der die Feindschaft begründet. Nämlich die Nicht-Einordnung des Irans in die imperialistischen Ordnungsvorstellungen, die die USA mit dem Nahen Osten hat. Wo dann klar ist, was gesagt werden sollte, was ist Frieden in dieser Weltordnung, wann sind die USA bereit auf militärischen Einsatz zu verzichten oder halten ihn nicht für nötig, dann, wenn dort, wo sie Vorstellungen haben, wie die Beziehungen zwischen den Staaten zu laufen haben, welchen Status denen als Gewicht zukommt, wenn das so abläuft,
wie es ihren imperialistischen Interessen entspricht. Sie sind am Fall Iran vorgehen gegen Israel und Saudi-Arabien und eigene Interessen, die sich nicht vereinbaren, nicht automatisch vereinbaren mit den USA und so eine wichtige Gegend betreffen wegen der Erdöl- und Gasreserven. Das ist vom Standpunkt der USA ein Kriegsfall. Und da war dann Sachen, und wenn die da sagen, es ist Frieden, ja, man hat keine Nötigkeit des Eingreifens, heißt, die Einordnung und Unterordnung unter diese Vorstellungen gelingt, die Staaten beteiligen sich an dieser Ordnung. Ja, und du hast jetzt gesagt, diese Ordnung, und das ist eben der Schluss auf die Verallgemeinerung, den du ja gemacht hast. Und der auch verlangt war, da tritt die USA, ach, wenn man das mal so blöd vergleichen will, wie ein Gewaltmonopol über die Welt auf, natürlich mitsamt ihren Verbündeten im Rücken, und sagt, es behält sich vor zu entscheiden, was an Gewaltmitteln welchem Staat zusteht. Das ist das Moment von halt in dieser Hinsicht, also das ist jetzt nicht die ganze Weltordnung, aber dieses Moment von einer Ordnung, von einem Ordnungsanspruch, kann man durchaus diesem alten Machwerk, also dem Iran-Vertrag, entnehmen. Als was da die USA auftritt. Und wenn man da immer sagt, ja, Gott sei Dank, dann gibt es weniger Atomwaffen, ja, muss man ein bisschen davon abstrahieren, dass derjenige, der da auftritt, als welcher, der sagt, die anderen dürfen keine haben, die meisten Atomwaffen hat. Sollen wir das noch anstacheln mit den Atomwaffen? Ich weiß es nicht, wenn dir noch was einfällt. Mir fällt was ein. Diese Rede gerade, die alte Weltordnung wär zu charakterisieren, also die jetzt der Trump kaputt macht und die jetzt eben mit dem Namen Obama verbunden ist, die wäre dadurch zu charakterisieren, dass sie von der absoluten Überlegenheit der USA bestimmt sind. Das war jetzt die Formulierung vorhin. Und da merkt man, da gehen jetzt eigentlich nicht mehr drei Sachen unterscheiden. Die eine Sache, und die ist eigentlich das, was im Vortrag zurückgewiesen worden ist, das ist die ideologische Opposition von Weltordnung und Gewalt. So nach dem Muster, bis zu Obama ging es diplomatisch und verträglich zu und nicht gewaltmäßig. Und jetzt kommt der Trump und jetzt ist auf einmal Gewalt im Spiel. So, dazu war es jetzt eine Aufklärung zu sagen, ja, schaut euch mal diesen Vertrag an, was es an Erpressung und an Kriegsdrohung und auch an kriegerischen Akten gebraucht hat, um den Iran zu diesem eigentümlichen Tausch zu nötigen, dass er sich seine Existenz erkauft durch den Verzicht auf die Existenzgarantie. So, das war aber alles der Vortrag. Das ist zu unterscheiden, ja. Also das ist die Ideologie, die zurückgewiesen worden ist, die Schönfärberei. Die andere Seite, dass der Zustand, den wir jetzt immer mit dem Namen Obama bezeichnen, dass der ein Moment von Weltordnung war, kann man jetzt wieder nicht einfach damit erledigen, dass man sagt, ach Gott, war doch eh alles Gewalt. Ja, natürlich war es Gewalt und die Amerikaner sind seit dem Zweiten Weltkrieg der als einzelner Staat weitaus mächtigste Staat aller Staaten und hatte immer schon die meisten Waffen und konnte immer schon jedenfalls gegen jeden einzelnen Staat. Naja,
Solange es die Sowjetunion gegeben hat, war es nicht so klar. Aber seitdem die abgedankt hat, ist es klar. Gegen jeden einzelnen Staat jeden Krieg gewinnen. Das ist die Basis. Aber die Basis wofür? Dafür, dass andere Staaten sich in dieses Machtgefüge einbinden lassen. Sich wie Deutschland schützen lassen, wie es da so hieß. Umgekehrt davon schmarotzen, dass man an der Seite der USA selber eine mächtige, bedrohliche Macht gegen andere ist. Und auf der Basis dann wirklich die USA ihre Aufsicht über die Welt, auch das Inschachhalten der Rivalen Russland und China, als Gemeinschaftswerk organisiert haben. Und die Partner, die da dabei waren, die haben sich schon an der Macht auch bedient. Nach der Seite hin hat es nicht einfach den Charakter von, sie haben alle kuschen müssen, sondern Amerika hat auch anerkannt, dass es die braucht. Und dass deswegen auch denen die Welt offen stehen muss, auch denen eine Mitsprache bei der ganzen Entfaltung von westlicher Macht zuzugestehen ist. Und was der Vortrag vorhin gebracht hat, dass Amerika bereit war, die Feindschaft gegen den Iran, der halt ein störendes Land ist, zu trennen in, der stört zwar mit seiner Politik, aber am meisten stört er mit der Ambition, sich Atomwaffen oder die Fähigkeit, atombewaffnet zu sein, zuzulegen. Die Feindschaft in die zwei Seiten zu trennen, das war natürlich auch eine Konzession an die Partner, die man gebraucht hat, damit das Sanktionsregime und das Erpressungsverhältnis auch wasserdicht wird. Also die Trennung ist nicht was, was die Amerikaner einfach so machen. Die machen sie auch, damit sie sich damit durchsetzen. Das war jetzt alles eine lange Rede, die jetzt was vorbereiten soll, nämlich, und wenn der Trump kommt, dann wird schon manches auch anders. Also man darf jetzt die alte Weltordnung so charakterisieren, dass kein Unterschied zu dem, was der Trump anstellt, mehr erkennbar wird. Und das ist in der Formulierung, das Alte hat darauf beruht, dass die Amis bedingungslos überlegen sind. Ja, ja, jetzt kommt der Trump und sagt, so ist es doch, wir sind doch bedingungslos überlegen. Wer das zum Gehalt der Tagespolitik macht, die militärische Überlegenheit, der macht schon noch einmal ein bisschen was anders, als was in der alten, was bei dem Obama eben getrieben worden ist. Der Unterschied verschwimmt mehr, wenn man das alles mit diesem Wort Überlegenheit kennzeichnet. Aber dann sind wir ja schon beim Trump, mache ich einfach mal weiter. Der Trump hat diesen Atomvertrag bekanntlich als den Worst Deal Ever, den schlechtesten Handel, den es jemals gab, bezeichnet. Für ihn war es einfach ein Unding, dass ein erklärter Feind der USA es geschafft hat, jahrzehntelang ungestraft davonzukommen. Und davonzukommen meint, dass er überhaupt als dieser Feind weiter existieren konnte und sich nicht seine Feindschaft aufgeben musste. Damit setzt der Trump und seine Kritik, die richtet sich genau auf das, was er jetzt gerade noch mal in Erinnerung gerufen hat, an diese Trennung von Obama in diesem Atomvertrag. Okay, zugunsten unseres internationalen Regimes darüber, das zum Inhalt hat, keine Atomwaffe für den Iran und einen neuen Umgang mit der zivilen Nutzung dieser Atomenergie, ein neues Kontrollregime. Zugunsten dieses Vertrags setzen wir die Erledigung des Feindes Iran hinten an. Diese Trennung von dem, dass man dem Iran als dem Störenfried das Mittel wegnimmt und davon
dass man den Unwillen, den er für die Amis darstellt, erledigt. Für den Trump ist der Iran als dieser Feind davonkommen konnte, der einzige Gehalt, den er bei diesem Atomvertrag gelten lässt. Die andere Seite, das mit dem Kontrollregime über den Iran und damit ein neues Regime über die Nutzung der Atomenergie, interessiert ihn nicht. Weil dieses Ergebnis ist für den Trump, also dass der Iran weiter existieren konnte, also mit seiner Staatsräson weiter existieren konnte, ist für den Trump ein einziger Missgriff, weil die USA, die haben doch die Macht. Jetzt kommt das Argument von ihm, das er schon angedeutet hat, um mit Feinden fertig zu werden. Für Trump ist es überhaupt nicht erklärlich, wo doch die Amis die größte Macht sind, dass da jemand überhaupt mit einer Feindschaft gegen Amerika davonkommen kann. Insofern hat der Trump seine Vorgänger einen Vorwurf gemacht, für einen amerikanischen Präsidenten hat einen Vorwurf. Nämlich, er hat gesagt, die haben glatt die amerikanische Macht nicht gebraucht. Wo wir doch alle Mittel haben, den Iran fertig zu machen, haben die Abstand davon genommen. Die haben es glatt dem Iran gestattet, mit seinem Anti-Amerikanismus davonzukommen. Und ja, in dieser Selbstkritik, da steckt was. Da steckt ein gewaltiger Anspruch. Nämlich der Trump als Chef der USA sagt, wir haben es doch nicht nötig, ein Vernichtungspotenzial beim Gegner überhaupt für unsere Austragung unserer Gegnerschaft in Rechnung zu stellen. Amerikas gewaltige Militärmaschinerie inklusive ihrer atomaren Abschreckungsmacht, das kann doch jede Berechnung mit einem auch noch Möchtegern-Nuklearmacht ersetzen. Und das ist dann auch schon der erste Gehalt von der Aufkündigung des Atomvertrags. Nämlich mit der Aufkündigung beendet der Trump jeglichen berechnenden Umgang mit dem Iran. Er sagt, potenzielle militärische Bedrohung muss ich nicht in Rechnungen stellen. Was umgekehrt heißt, was er mit der Aufkündigung von der iranischen Führung verlangt, ist die bedingungslose Kapitulation gegenüber der Übermacht der USA. Die hat sich eben der überlegenen Macht der USA zu unterwerfen. Eben weil Amerika über alle Fähigkeiten verfügt, jegliche Feindschaft gegenüber ihnen nichtig zu machen, zu erledigen. Und darin steckt der weitergehende Anspruch, was nutzt die amerikanische Suprematie, die, wie gesagt, die auch beim Obama durchaus die Grundlage für die ganzen Verhandlungen war, wenn sie sich nicht als solche betätigt. Die muss eingesetzt werden.
Von diesem Standpunkt verwirft der Trump das multilaterale Regime, also dass da Bündnispartner an der Überwachung des Irans beteiligt waren, als total unangemessene Relativierung der amerikanischen Macht. Dadurch, dass man mit anderen Vereinbarungen geschlossen hat, hat man die eigene Macht gebunden und damit eben geschwächt. Das ist für Trump der Fall, wo er sagt, das schaut hin, da sieht man es. Die haben es gar nicht eingesetzt. Die haben sich selber zurückgehalten. Und von diesem Standpunkt aus kommen dann auch die europäischen Partner ins Visier. Nämlich, was die Susanne vorhin charakterisiert hat, dass eben auf Basis von diesem Vertrag die dann wieder Geschäfte mit dem Iran gemacht haben. Ja, für den Trump ist es der Tatbestand dessen, dass man durch den Handel mit dem Feind den anderen, den Feind stärkt. Man verschafft ihm glatt Potenzen, die ihm es erlauben, am Leben zu bleiben. So ist für den Trump die Einbindung der Verbündeten durch den Obama in dieses Vertragswerk identisch damit, dass ihnen von Amerika aus die Möglichkeit gegeben wurde, sich als Quertreiber eines Fertigmachens des Iran zu betätigen. Und dementsprechend ist auch, das ist nämlich die Bedeutung von diesem Prompt, weil er hat es ja schon im Wahlkampf angekündigt, dass er diesen Deal wegschmeißen will. Deswegen hat er so rücksichtslos gegenüber alle Verbündeten, demonstrativ ohne Absprache mit ihnen, obwohl die doch Vertragspartner waren, den Vertrag gekündigt. Und darin steckt eben der zweite Gehalt seiner Kündigung, dass er mit dem Vertrag zugleich die amerikanische Anerkennung der Partner als Mitkontrollmächte kündigt. Und auch das hat eine Bedeutung, die weit über den Fall Iran hinausgeht. Weil die USA sehen sich offenbar in der Durchsetzung des Standpunktes, sie sind doch diejenigen, an denen überhaupt gar keine Macht vorbeikommt in der Welt. Sie haben eine unüberwindliche Suprematie. Darin sehen sie, sieht sich Trump nach Amerika, nach Trump. Amerikas, nee, Trumps Amerika, offensichtlich von irgendwelchen Partnern nicht abhängig. Dafür sind die Partner glatt irrelevant für Amerika. Wir brauchen die nicht, um uns gegen andere Staaten durchzusetzen. Das ist das Exemplarische, was der Trump seinem Partner mit der Aufkündigung dieses Iran-Deals klar macht. Ihr seid für uns nicht Helfeshelfer, die wir brauchen, sondern irrelevant. Euch bleibt gar nichts anderes übrig, als euch uns anzuschließen. Also ich habe jetzt als Amerika geredet. Also, der Trump setzt das Ziel, den Iran fertig zu machen, wieder auf die Tagesordnung. Übrigens, ohne sich festzulegen, womit, also was denn der Iran tun könnte, um dem amerikanischen Anspruch zu genügen.
Die drei Vorwürfe, die der Trump immer wieder richtig wie eine Wind, nee, wie eine Mühle wiederholt. Betmühle, das habe ich gesucht. Gebetsmühlenartig wiederholt. Die kennt ihr ja alle. Das ist Terrorunterstützung. Iran ist ein einziger Faktor der Instabilität im Mittleren und Nahen Osten. Eben das Raketenprogramm vom Iran. Und diese drei Vorwürfe, vielleicht bis auf den letzteren, aber Terrorunterstützung und Instabilität, die geben eigentlich gar nicht an. Okay, ihr müsst Folgendes tun und dann sind wir wieder, können wir wieder miteinander. Im Vergleich, wie das ja noch beim Obama und seinem Machwerk war, okay, wenn ihr auf die Atomwaffe verzichtet und euch ein Kontrollregime antut, dann habt ihr auch ihr eine Existenzperspektive. Sondern man merkt den Vorwürfen selber an. Die verlangen die Aufgabe einer autonomen iranischen Staatsräson. Und wie gesagt, Amerika behält sich vor, zu sagen, wann es da sich befriedigt sieht. Auch in dieser Hinsicht verlangt Trump vom Iran nichts anderes als bedingungslose Kapitulation. Trump legt sich auch weiter gar nicht darauf fest, wie er den Iran fertig zu machen gedenkt. Da ist er sicher, da verfügt eine Weltmacht wie die USA über ein ziemliches Repertoire. Nämlich ja von seiner militärischen Macht bis hin dazu, dass man ja Aufruhr im Land schürt und sich um einen Regime Change bemüht. Da ist das Dementi von den Bolton. Na, das haben wir überhaupt nicht vor. Wir wollen betreiben das nicht. Das ist da selber ein bisschen verräterisch. Offenbar ist es allemal im Köcher der USA als Option vorhanden. Was für Trump, und darüber werde ich jetzt dann im Weiteren noch mehr handeln, zunächst das Mittel der Wahl ist, ist eben dieses Sanktionsregime, das er jetzt im November eben wieder auf die Tagesordnung gesetzt hat. Das und darüber hat schon sein Vorwurf, man hat dem Iran glatt erlaubt, Dollars zu verdienen. Schon, das gibt da schon selber eine gewisse Auskunft. Weil der Trump sagt, mit dem, man hat den glatt erlaubt, Dollars zu verdienen und davon konnte der leben. Da tritt der Trump an und sagt, na wir, Amerika, wir verfügen doch über das ökonomische Existenzmittel und das ist allemal der Dollar, das der Iran braucht. Können es ihm also auch entziehen. Also hast du dich vorhin versprochen, dass du gesagt hast, der Trump legt sich auf nichts fest. Darauf hat er sich doch sofort festgelegt, dass keine Dollar mehr zu beziehen sind. Du hast mich da missverstanden. Ich sage, mit festlegen meine ich nicht, und damit sind andere Optionen ausgeschlossen. Bist du dir sicher, dass der Trump sagt, alles ist on the table.
sich, dass er sich nicht festlegt, sondern das ist ja gerade, worauf er sich festgelegt hat. Ökonomisch machen wir sie fertig. Was brauchen Sie denn als erstes? Die Dollar, die kriegen Sie nicht mehr von uns. In dem Sinn hast du total recht, genau. Und darüber will ich ja jetzt auch im Weiteren reden, worauf er sich da festgelegt hat. Das mit dem Nicht-Festlegen habe ich vorhin eher so verstanden, bei der Festlegung der USA, also das, was sie sich jetzt zu den Zwecken ihres außenpolitischen Handelns macht, darf jetzt wirklich nur noch, also dürfen keine Konzessionen gegenüber irgendwelchen Partnern gemacht werden, in dem Sinne keine Festlegung, sondern darf nur noch der Zweck der USA gegenüber diesen Partnern gelten, das Interesse der USA. Da komme ich noch drauf, was das für ein Verhältnis zu den Partnern beinhaltet. Ich wollte erst mal vorher gesagt haben, der Festlegen hatte zwei Bedeutungen bei mir. Das erste war, der Trump legt sich auf nichts fest, wann das sein Anspruch der Iran soll sich gefälligst den USA unterordnen, wann der erfüllt ist. Da gibt es nicht sowas wie, das müsst ihr machen, dann ist Frieden zwischen uns. Das war das Erste. Und das Zweite war, das, was ich jetzt mit dem blöden Spruch, all options, nee, also alle Optionen sind auf dem Tisch. Ja? Das war das Zweite. Er macht schon etwas, das sollte nicht heißen, dass er nicht etwas ergreift als Mittel, den Iran fertig zu machen. Aber er sagt, ob das das einzige Mittel ist, das entscheide ich je nachdem. Ich habe da viele in der Hand, wie ich diesen Staat beikommen kann. Und was du jetzt da zu den Verbündeten gesagt hast, ist, also woran du dich erinnert hast, wo ich gesagt habe, die Kündigung des Vertrags hatte selber was Exemplarisches. Ja? Nämlich die demonstrative Rücksichtslosigkeit gegenüber den Verbündeten bei der Kündigung dieses Vertrags. Immerhin waren die doch mit, Subjekte dieses Vertrags. Das zeigt etwas, dem kann man was entnehmen, dass der Trump sagt, euer Einverständnis brauche ich nicht. Ich brauche euch nicht. Damit ist nicht das Verhältnis erledigt, ja? Also ich komme dann noch, was das positiv heißt. Dass das nicht einfach ein macht doch, was ihr wollt, ist, da komme ich noch drauf. Weiß nicht, bist du? Ja. Gut. Deswegen, also der Trump, um den Iran fertig zu machen, setzt er das alte Sanktionsregime wieder in Kraft und verschärft es. Dieses Sanktionsregime zielt darauf, es zu unterbinden, dass der Iran irgendwo und irgendwie in der Welt Dollar an Dollar kommt, sie erwirbt und benutzen kann. Der Ausschluss vom Dollar, der soll den Iran nicht nur bestimmte Mittel, dass er die sich nicht beschaffen kann, vorenthalten, sondern das Sanktionsregime geht eben drauf, dem Iran seine Existenz zu verunmöglichen. Und das ist interessant. Trump benutzt da den Dollar als eine Waffe, als ein Mittel politischer Macht. Wie gesagt, ich habe schon vorhin daran erinnert, das fällt nicht nur mir auf,
Der Fatz ist aufgefallen. Brechstange, Dollar. Jetzt ist der Dollar eine Brechstange. Ich dachte immer, das ist ein Schein, ein Geld. Aber das ist eine Brechstange. Und dass die USA den Dollar als Waffe einsetzen kann, das unterstellt was auf Seiten des Iran. Weil auch für ihn gilt offenbar, dass der Dollar das einzige Zugriffsmittel auf Waren und Dienstleistungen auf dem Weltmarkt ist. Und dieses Zugriffsmittel auf diese Waren auf dem Weltmarkt offenbar von der nationalen Wirtschaft gebraucht werden. Dass die nationale Wirtschaft dran hängt, an dem, dass man über diese Waren und Dienstleistungen verfügen kann. Dass ihre weitere Erhaltung und ihre Fortentwicklung dran hängt. Insbesondere für den Iran halt die Öl- und Gasförderung, die Vermarktung von Öl und Gas, aber auch die sonstige Industrie und eben die Volksernährung. Mit einem Wort, offenbar, wenn man den Dollar als Waffe einsetzen kann, offenbar ist der ganze Iran abhängig davon, vom Zugang zu Dollar, zum Weltmarkt und eben zu dessen Mittel, dem Dollar. Und Trump kann diese Waffe in Anschlag bringen. Also, dass er sagt, no Dollar für den Iran. Keine Beteiligung am Weltmarkt. Weil ihm das seine vielgescholtenen Vorgänger offenbar vererbt haben. Nämlich, offenbar hat es zu dieser existenziellen ökonomischen Abhängigkeit des Irans vom Weltmarkt, haben es die USA mit ihrer langen Geschichte von Sanktionen und deren Aufhebung dem Iran gegenüber gebracht, zu dieser Abhängigkeit. Die haben, das muss man sich mal überlegen, der Iran, der seit 40 Jahren wirklich ein Paria der Weltordnung ist, also der ist nicht jüngst erst auf diese komische Achse des Bösen gelandet. Soweit ich politisch denken kann, hockt er da. Und auch unter dieser Feindschaft ist er offenbar so in die Weltwirtschaft integriert worden, dass auch für den Iran glatt die Teilhabe am Dollarverdienen Lebensmittel ist. Das ist das eine. Nämlich das andere ist, dass diese existenzielle Abhängigkeit vom Dollar nicht nur für den Iran gilt, sondern für die ganze Welt. Das macht den Dollar erst richtig zur Waffe gegen den Iran. So nimmt der Trump, um sicherzustellen, dass dem Iran weltweit das Kaufen von Dollar, zum Beispiel durch Gold, das Verdienen von Dollar, zum Beispiel durch Öl, oder das Leihen von Dollar mit irgendwelchen Bankgeschäften, das Disponieren über nationale Guthaben im Ausland und der Kauf mit Dollar verunmöglicht wird, um das zu garantieren, dass das nicht geht, nimmt der Trump die weltweite Geschäftstätigkeit dafür in Haftung. Die alle Geschäftssphären vom
von der Finanzindustrie, die normale Industrie, das Dienstleistungsgewerbe. Nimmt er in Haftung dafür, um seine Sanktionen gegen den Iran durchzusetzen. Auch das ist wiederum interessant. Seine sogenannten sekundären Sanktionen, also wenn ihr mit trotz meines Wunsches mit dem Iran nicht zu handeln, trotzdem mit ihm Geschäfte macht, dann werdet ihr vom amerikanischen Markt ausgeschlossen. Also diese sogenannten sekundären Sanktionen. Da ist interessant dran, da sucht er gar nicht das Einverständnis mit anderen Staaten, die sich dem Sanktionsregime anschließen sollen. Er tritt gar nicht in Verhandlungen mit den Hütern von den Geschäftsleuten, von den Banken, den politischen. Und verhandelt mit denen, ja, welchen Beitrag könnten ihr leisten zum Abschnüren des Iran? Fragt, welche Schädigungen seid ihr bereit? Weil immerhin, Sanktionen heißt ja auch die eigene Schädigung. Also Geschäfte unterbinden. Schädigung von eigenen Geschäftsleuten. Welche Schädigung wollten ihr euch zumuten? Dafür, dass ihr bei unserem als Preis dafür, dass ihr bei unserem Sanktionsregime mitmacht und da wieder als Partner anerkannt seid. Also all das macht der Trump nicht. Sondern Trump exekutiert an den staatlichen Willen vorbei sein Sanktionsregime. Er richtet sich an die globale Firmenwelt und verhaftet eben alle Dollarbenutzer und droht denen mit Ausschluss vom amerikanischen Markt. Das ist in diesem Artikel von der FAZ, sagt es die zuständig ist, so schön. Ja, da kann sich jeder ganz frei überlegen, was ihm wichtiger ist. Die Geschäfte mit dem Iran oder die Geschäfte mit Amerika. Und sie weiß schon, wie sich da die Geschäftsleute vernünftigerweise entscheiden. Damit bleiben wir mal bei der Geschäftswelt. Hier auf die Staatenwelt komme ich gleich. Damit setzt sich der Trump mit dieser Drohung, hört mit dem Handel mit dem Iran in allen Formen auf. Oder ihr habt es mit uns zu tun. Setzt er sich über alle geschäftlichen Berechnungen mit dem Iran hinweg, sagt ihm, es ist ihm scheißegal. Und da drin steckt was. Da streicht er nämlich, zumindest in Sachen Iran, die Freiheit des geschäftlichen Gebrauchs des Dollars auf dem Weltmarkt durch. Da sagt er denen, wenn ihr meint, ihr könnt bloß, weil ihr Dollar habt, könnt ihr ihn gebrauchen, ohne dass ihr quasi Rücksicht darauf nehmen müsst, was Amerika mit euren Geschäftspartnern, jetzt in dem Fall immer Iran, für Händel hat. Habt ihr euch in den Finger geschnitten. Und da drin steckt eine Klarstellung. Nämlich die Freiheit, Geschäfte zu machen in Dollar auf dem Weltmarkt, ist offenbar eine Lizenz der USA. Und diese Lizenz, die hängt davon ab, dass der Gebrauch dem entspricht, wie der US-amerikanische Staat meint, dass der Dollar gebraucht werden soll.
so besteht Trump eben darauf, dass Dollar zu benutzen heißt und identisch damit ist, dem Willen der amerikanischen Macht zu entsprechen. Diese Gleichung setzt der Trump in die Welt. Hier in dem Fall eben sich zum Helfershelfer von einem Sanktionsregime zu machen, auch gegen die eigenen geschäftlichen Kalkulationen. Dass das nicht freiwillig zu haben ist, weil es ja gerade gegengeschäftliche Kalkulation ist, ist klar. Deswegen eben diese sogenannten sekundären Sanktionen. Also die Drohung damit, wenn ihr es nicht macht, dann habt ihr einen Schaden. Und die Drohung, wenn ihr da nicht mitmacht, schließe ich euch vom US-Markt aus. Auch die ist selber nochmal aufschlussreich. Nämlich, und vor allem, ja, die Wirkmächtigkeit, also die Zeitungen schreiben es ja, dass alle Geschäfte mit dem Iran total einbrechen. Also, das zeigt etwas. Die Wirkmächtigkeit dieser sekundären Sanktionen stellt selber klar. Ohne US-Dollar, ohne Zugang zum US-Markt, ohne Zugang zu den US-Finanzinstituten geht in der Welt geschäftlich nichts. Der US-Dollar ist das weltweit benötigte und unentbehrliche Geschäftsmittel. Ausgangspunkt und Endpunkt globaler Geschäftstätigkeit. Und deswegen ist es für die Geschäftsleute eben keine Alternative, die ihnen da aufgemacht wird. Ja, wenn Sie in anderen Währungen, ja, die machen ja nicht nur Geschäfte in Dollar, sondern auch in Euro oder jüngst jetzt in der chinesischen Währung, Yuan. Das zeigt etwas über diese Währungen. Nämlich, wenn man befürchtet, dass das Geschäft kaputt ist, wenn man keinen Zugang mehr zum US-Markt hat, wenn man keinen Zugang mehr zu Dollar hat, bis hin zu dem, dass die Banken vom Verrechnungssystem SWIFT ausgeschlossen werden, wenn sie sich nicht Sanktionen anschließen. Das zeigt, dass alle anderen Währungen, die auf der Welt, selbst die, die auf der Welt als solides Geld anerkannt sind, wie eben der Euro oder das Pfund, letztendlich selber doch nur Stellvertreter des Dollars sind und dadurch weltweite Gültigkeit haben. So beinhaltet dieses sekundäre Sanktionsregime nicht nur was Quantitatives, nämlich, wenn ihr nicht mitmacht, gibt es weniger Geschäft. Wie gesagt, wenn sie mitmachen, gibt es auch weniger Geschäft. Ja, also weil es soll, das Ding ist ja, Geschäfte müssen unterbleiben. Sondern was Trump denen offenbar androhen kann, ist das, ja, natürlich, auch quantitativ geht Geschäft zurück. Aber vor allem geht die internationale Geschäftswelt, ihr wird angedroht, überhaupt ihrer weltweiten Geschäftsfähigkeit verlustig zu gehen, wenn sie keinen Zugang mehr zum US-Markt und zum US-Kredit haben.
käme jetzt zur zweiten Seite, was das für die Staatenwelt heißt. Weil das ist, wie gesagt, nicht einfach ein Egal. Die Behandlung, war da eine Meldung? Missverständnis. Dass Trump die globale Firmenwelt als Objekt amerikanischer politischer Entscheidungen, ihr müsst auf uns hören, auf Amerika hören, ansonsten geht es euch schlecht. Und als Objekte amerikanischer Jurisdiktion. Alles wird dann per Gerichtsverfahren über sie verhängt. Dass er sie als diese Objekte behandelt, das schließt eine Bestreitung der Hoheit der jeweiligen Nationalstaaten über ihre Firmenwelt mit ein. Insofern bedeutet jetzt für die US-Politik mit Trump, die er da am Iran anzettelt, nicht nur eine ökonomische Schädigung. Und wie gesagt, das ist es, weil Geschäft unterbleibt. Und das kann auch den Staaten ist das nicht egal. Merkt man ja. Sie versuchen ja, was dagegen zu unternehmen. Also nicht nur eine ökonomische Schädigung, sondern eine Infragestellung ihrer Macht über ihre Ökonomie. Und nicht nur über die Ökonomie, sondern auch für ihre Ökonomie. Dass es sie auch dafür einsetzt, dass sie Geschäfte machen können. So müssen eben Deutschland und Frankreich vor allem hinnehmen, dass sich die Handels-, Investitions- und Spekulationsentscheidungen französischer oder deutscher Unternehmen und Finanzinstitute überhaupt nicht danach richten, was sie als Machtwort erlassen haben. Nämlich, sie haben als EU beschlossen, dass es den Firmen verboten ist, sich an diesem Sanktionsregime zu beteiligen. Offenbar ist dieses Machtwort nichts wert. Sondern was die Investitionsentscheidungen lenkt, ist eben die Erpressungsmacht der USA. Ja. Was heißt dieses Verbot konkret? Also es geht ja darum, wie ich das verstanden habe, dass Unternehmen laufende Geschäfte mit dem Iran beenden, weil sie dann von Sanktionen bedroht werden. Heißt es dann, dass sie Geldstrafen erhalten oder was heißt dieses Verbot von der EU? Ja, konkret heißt es eben bisher überhaupt nichts. Okay. Das wird einfach nicht durchgesetzt. Wird nicht durchgesetzt. Mit der Begründung, man kann ja auch sich nicht in die Geschäftskalkulation einmischen. Wenn das eine Geschäftskalkulation ist, dass sich's nicht rentiert, dann kann man da ja nicht, will man und kann man sich nicht einmischen. Aber, dass die Firmen aus politischen Gründen Abstand nehmen von ihrem Geschäft mit dem Iran, das ist ihnen verboten. Jetzt fällt halt beides zusammen. Der Trump sagt ja gerade, ich sorge dafür, dass es für euch überhaupt nichts mehr rentiert. Auch, ich weiß nicht, wenn ihr es in der Zeitung gelesen habt, da gab es eine Episode um die europäisch-iranische Handelsbank. Die wollte von der Bundesbank 300 Millionen haben in bar. Wieso? Weil der Iran hat da offenbar ein Konto und er wollte eben, weil er wusste,
Die Sanktionen werden im November wieder in Kraft gesetzt. Wollte er 300 Millionen Bar in Euro haben, damit er halt nicht mehr darauf angewiesen ist, über die Konten zu verfügen, sondern Bargeld hat. Gut, die Bundesbank hat das, ich sag mal, nicht verweigert diesen Antrag, aber praktisch nichtig gemacht. Wie? Naja, die Bundesbank hat in ihre Statuten, in ihre Geschäftsordnung reingeschrieben, bei Abheben von größeren Summen, was ja 300 Millionen irgendwie sind, muss sichergestellt sein, dass das Geld nicht der Terrorfinanzierung dient. Jetzt merkt man schon in der Begründung, ist es ein totales Einschwenken, entgegenkommt dem Begründungen, aus denen der Trump seine Sanktionen verhängt. Ja? Natürlich sagt die Bundesbank nicht einfach, wir sind der Vollstrecker von Trumps Willen, sondern so viel Freiheit muss sein, dass die Bundesbank sich da eine allgemeingültige Regelung, was natürlich nicht nur für den Iran zutrifft, hinschreibt. Der Iran hat dann deswegen davon Abstand genommen, weil weist mal nach, dass ihr euer Geld nicht für Terrorunterstützung ausgeben wollt. Diese Episode, ich habe es jetzt nur erzählt, also die war bisher noch kein Argument, ja, man kann sich ein bisschen lustig machen, aber der Gehalt ist wieder viel, was da einem entgegentritt, ist wieder viel erstaunlicher oder nachdenkenswerter, bedenkenswerter. Weil, wie rechnet da die Bundesbank offenbar? Ja, sie kann sich's offenbar nicht leisten als Bundesbank, ist sich mit Amerika und dann mit der amerikanischen Notenbank, weil das ist ja wohl ihr Partner, ist zu verscherzen. Offenbar ist für die Deutsche Bundesbank ihre Beziehungen zur FED, zur amerikanischen Notenbank, so elementar, dass sie dadurch, weil immerhin handelt es sich ja auch um etwas, nämlich um eine Eigentumsgarantie. Das war ja ein Konto, also wo ein Staat Eigentum bei einem anderen Staat, treuhänderisch, wenn man das mal so will, hinterlegt. Dass sie sagt, ich garantiere dir dein Eigentum nicht. Offenbar sind da die Beziehungen zur amerikanischen Notenbank viel wichtiger, als eben Eigentum zu garantieren, was sonst das Heiligste überhaupt ist. Und das gibt Ausschluss, nämlich darüber, dass das, was die Bundesbank stellvertretend für die EZB, weil sie ist ja nicht mehr die alleinige Herrin über das Geld, was sie herausgibt, das Geld, was sie schöpft, offenbar das Einverständnis mit der amerikanischen Notenbank braucht. Das ist also der zweite Hinweis auf das, was das heißt, die Macht über die eigene Ökonomie und für die eigene Ökonomie wird von Trump in Frage gestellt. Also der erste war das mit den Firmenentscheidungen. Das zweite war das jetzt unmittelbar mit der Bundesbank. Und daraus, und das Dritte ist, dass offenbar, ich habe vorhin mal gesagt, über die Geschäftswelt,
Die Freiheit des Dollargebrauchs hängt ab von der amerikanischen Lizenz, den Dollar zu gebrauchen. Und offenbar ist auch Deutschland, das mächtige, ökonomisch, wirtschaftlich mächtige Deutschland mit seiner ganzen Firmenwelt, kann diese Lizenz nicht einfach ersetzen. So, um das mal hier einen Schluss zu machen, so enthalten die Trumps Drohungen mit den Sekundärsanktionen die scheinbar eben nur der Firmenwelt und nicht der Staatenwelt gelten, in Sachen eine Auskunft in Sachen nationaler Hoheit über den grenzüberschreitenden Kapitalismus. Eine Klarstellung. Gegen die USA können Staaten wie Deutschland oder Frankreich nicht souverän Eigentum und seine grenzüberschreitende Nutzung garantieren. Gegen die USA können auch so Staaten wie Deutschland und Frankreich nicht für die internationale Geschäftsfähigkeit der von ihnen ausgehenden Kapitale einstehen und sie absichern. Wenn das so ist, dann verhält es sich offenbar so, dass der bisherige internationale Geschäftsverkehr mitsamt seinen Regeln, auch der, von dem Deutschland so wahnsinnig profitiert hat oder auch noch profitiert, von der amerikanischen Macht lebt. Insofern ist das, was Europa in Gestalt des Trumpschen Sanktionsregimes entgegentritt, ja, was ihnen jetzt als Bedrohung, als Schädigung entgegentritt, ist die fundamentale Abhängigkeit von ihnen, von ihrem Ausnutzen der Welt, von der weltweiten Herrschaft des Dollars und eben der US-Suprematie, die diesen Gebrauch des Dollars garantieren kann. Und das heißt für die europäische Ökonomie einiges. Auch wenn Europas Kapitale in Euro wirtschaften und wachsen und Europas Staaten alles daran setzen, einen möglichst mächtigen Euro als Zugriffsmittel auch für die internationale Bereicherung, für internationale Geschäfte bereit und sicherzustellen, ein möglichst solides Geld. Die Garantie für den Euro ist und bleibt die Austauschbarkeit gegen den Dollar. Und diese Garantie bleibt, und das zeigt die Wirkmächtigkeit des Sanktionsregimes, bleibt für Europas Staaten und Kapitale unentbehrlich. Und das umso mehr, je erfolgreicher sie alles wirtschaften und leben in Europa, daraufhin zurichten und trimmen, geeignet dafür zu sein, am Weltmarkt prächtig Geld zu verdienen. Jetzt habe ich das eingelöst. Jetzt wollte ich das eingelöst haben, wo ich vorhin gesagt habe, das Sanktionsregime von Trump auf Seiten des Irans unterstellt es auch eine Abhängigkeit davon, dass der Dollar irgendwie Lebensmittel, selbst dieses
Paria-Staates ist. Aber das ist, wenn man so will, nur die Spitze des Eisbergs. Das US-Sanktionsregime. Andere Staaten ja, so zu erpressen, dass man ihnen den Zugang zum Weltmarkt verwehrt, erfordert eben das andere, dass man es schafft, weltweit, ob es amerikanische Firmen sind oder nicht, scheißegal, das Geldverdienen weltweit mit dem Iran zu unterbinden. Und das geht nur, weil die ganze Welt abhängig ist vom Dollar. Und das wollte ich jetzt erläutert haben. Diese Abhängigkeit, mal anders ausgedrückt, heißt, die ganze Weltwirtschaft die dreht sich letztlich um den Erwerb von Dollar. Und dieser Erwerb von Dollar, der ist eine Lizenz der politischen Macht der USA, die eben für den Dollar verantwortlich ist. Was Trump mit seinen Sanktionen damit zerstört, der zerstört einen Schein. Wenn es immer heißt, jetzt werden die wirtschaftlichen Verhältnisse der Staaten politisiert durch den Trump. Das ist total verkehrt. Die waren schon immer politisiert. Das ist nicht erst durch den Trump in der Welt, sondern das, was man kennt als, naja, man kann hier Globalisierung mit freier Weltmarkt kaufen und verkaufen, Kredit nehmen als Firma, grenzüberschreitend und so weiter, sich anlegen. Das hat doch nichts mit dem, dass man da einen Willen von einem Staat gehorcht zu tun. Das ist doch sowas wie eine Sachgesetzlichkeit. Das zerstört der Trump ziemlich gründlich. Nämlich er besteht drauf, das Dollar verdienen ist eine Sache, die die USA genehmigen. Das heißt, deswegen ist es die Frage, ob es ihnen genehm ist. Er besteht drauf, dass das, was man kennt, die Unentbehrlichkeit des Dollars, dass er das ganze Geschäftsleben bestimmt, dass das eine von der USA gestiftete Weltgeschäftsordnung ist und deswegen sich dran messen lassen muss, ob es auch den USA nützt und den politischen Vorgaben entspricht. Andere Staaten dürfen den Dollar benutzen, aber halt nicht für alles. Zur Dollarordnung, zum Dollargebrauch gehört dazu, dass die USA den Dollar ganzen Nationen entziehen, die sie als anti-amerikanisch beurteilen. Und damit legt sich der Trump nicht nur mit dem Iran an, sondern eben auch mit seinen Partnern, die eben
die ganze Weltwirtschaft und den freien Handel da drin als ihre Geschäftsgrundlage beanspruchen und mit der amerikanischen Macht um wirtschaftliche Größe und eben auch politische Kontrolle, wie das in diesem Iran-Deal vom Obama verobjektiviert war, konkurrieren. Also, Dollarimperialismus war der Titel von, was wir an den Iran-Sanktionen zeigen wollten. Was ist er denn? Was ist rausgekommen über den Dollarimperialismus? Brechstange Dollar. Der Dollar ist ein Machtmittel der USA über das weltweite Geschäft und dessen politischen Handel. Und zwar in genau dem Ausmaß, wie die auf den Dollar angewiesen sind, wie die ihn gebrauchen und brauchen. Diese Macht des Dollars nutzt der Trump am Beispiel des Iran als politische Waffe, setzt er ein. Und diese Waffe verdankt er der im Rückblick von Europa so gepriesenen und von Trump so beschimpften regelbasierten Weltordnung der USA. In der eben nicht nur der Iran, sondern eben auch die mächtigsten Staaten ihre Geschäftsgrundlage gesucht und gefunden haben. Das ist Dollarimperialismus. Und der Fall Iran stellt, wenn man so will, über den Dollarimperialismus auch noch was klar. Nämlich, dass hinter dem Dollarimperialismus allemal die Macht und Gewalt der USA steht. Das macht der Trump klar, indem er sagt, alle Optionen auf dem Tisch. Damit sagt er, er macht sich nicht davon abhängig im Fertigmachen eines Gegners. Davon, ob andere Staaten und auch der Iran nicht sagen, wenn du uns den Dollar entziehst, dann streben wir danach, dass der Dollar nicht mehr unser Lebensmittel ist. Und nur das zur Klarstellung. Dieses Moment, dass hinter der ökonomischen Erpressung die militärische Gewalt lauert, das ist nicht der Unterschied zu Obama. Das war ja ausgeführt bei Susanne. Das war überhaupt der Einstieg in diesen Iran-Deal, dass Obama auch klar gemacht hat, der Atomwaffenbesitz ist für ihn die Kriegsfrage. Wenn man so will, der Unterschied zu Obama von Seiten Trump ist nicht A, ökonomische Erpressung, basiert auf militärischer Gewalt, sondern das Selbstverständnis und die Praxis
die der Trump an den Tag legt. Dass er zur Durchsetzung seiner Anliegen gegenüber anderen Staaten andere Staaten als Mitmacher nicht braucht, sondern dass die Überlegenheit der USA die Garantie ist und die Überlegenheit sowohl in ökonomischer Hinsicht, das habe ich jetzt weit und breit an diesem Sanktionsregime ausgeführt, aber auch natürlich in militärischer Hinsicht. Das Mittel ist, Gefolgschaft von ihnen zu verlangen. Ja. Das, was du gesagt hast, dass er das nicht braucht, dass die bei dem Sanktionsregime mitmachen. Das stellt ja Trump klar. Das verstehe ich nicht ganz, weil das ist doch das, was er von denen haben will. Das ist ja das, was er denen aufzwingt. Dass sie bei dem Sanktionsregime das eher lässt, dass sie da mitmachen und den Iran nicht am Leben erhalten. Vorbei an Amerikas Sanktionen gegen den Iran. Der benutzt ja gerade mit dem Dollar, dass er, indem er die Geschäftsleute europäischer Firmen zum Beispiel ausschließt. Damit benutzt er doch gerade, dass die Abhängigkeit Irans von den anderen Staaten, weil wirtschaftlich ist die ja nicht so groß gegenüber den Amerikanern, dass der Trump die für sich benutzen kann, indem er ihnen sagt, ich stelle euch zur Disposition, entweder Geschäfte mit dem Iran oder Geschäfte mit uns. Also da sagt er doch, da braucht er sie doch für sein Sanktionsregime. Er sagt halt, ich mache, was ihr davon wollt. Oder mache ich nichts abhängig. Sondern ich setze euch einfach das als Bedingung hin und sage, dem müsst ihr beikommen. Und wenn dem nicht beikommt, na, dann schaut mal, wo er hinkommt. Ja. Okay, meinst du, es gibt keinen... Das war was gemeint, okay. Dann. Ja. Schau mal, vielleicht ist das Problem, weil ich brauche dich drückt immer auch eine Abhängigkeit oder drückt eine Abhängigkeit von mir zu jemandem anders aus. Und du sagst jetzt, zur Wirkmächtigkeit des Sanktionsregimes, ja klar, der Trump nimmt die in die Pflicht, also ist er auch insofern sachlich abhängig davon, dass die dem folgen. Ja, sachlich, abhängig, klar. Weil er will ja gerade die ganze Geschäftswelt auf der Welt und über die Geschäftswelt dann auch die Staaten darauf verpflichten, dass er halt den Iran vom Weltmarkt ausschließen. Ja? Aber ohne, eben mit dem Sinne, ohne das Eingeständnis, und das heißt auch, ich brauche dich, also ich bin abhängig von dir, dass auch du in meinem Willen mir etwas abtrotzen kannst. Okay, also du willst sagen, das Moment von Konzession an den anderen, das streicht. Genau. Das streicht er. Und stellt was an die Stelle. Deswegen ist dieser Fall Iran eine harte, und verstehe das jetzt nicht falsch, ich habe kein Mitleid mit den Europäern, aber es ist sachlich eine harte Bewährungsprobe für die Europäer. Nämlich am Fall Iran widerfährt Europa, nebenbei auch Russland und China,
nicht nur die diplomatische Kündigung der USA, das, was ich jetzt nochmal ausgeführt habe. Wir brauchen euch als Mitmacher. Ihr sollt, und deswegen setzen wir euch mit euch ins Benehmen, wie wir ein Sanktionsregime ausgestalten. Machen mit euch ja etwas aus, was für uns gilt, was dann auch für mich gilt als USA, mich bindet damit. Also nicht nur die, dieses nicht nur soll nicht ein bloß heißen, sondern darauf, das war ja überhaupt ihr Grund, was sie ausgeführt hat, der Grund, überhaupt bei diesem Deal mitzumachen. Sondern, also nicht nur die Aufkündigung als Mitmacher, sondern die praktische Dezimierung der politökonomischen Potenzen, also das heißt der wirtschaftlichen Macht, ja, weil Geschäfte gehen verloren. Und des Politischen darüber, der Macht über die eigenen Geschäfte, der Hoheit über die eigenen Geschäftsleute. Auch das führt ihnen der Trump vor Augen. Die habt ihr doch gar nicht. Und noch weiter eben die Konfrontation damit. Ha, ihr wollt am Iran, an diesem alten Vertrag festhalten? Macht mal. Macht mal. Da kommt jetzt dein, da schaut mal, wo er bleibt. Ja, und das klingt so kindergartenmäßig albern, aber da steckt was drin. Nämlich die Vorführung dessen. Ihr könnt nicht anderen Staaten garantieren, schon gar nicht, dass sie von der USA verschont werden, aber auch die Folgen gar nicht mal abmildern. Als Schutzmacht seid ihr impotent. Ist es nicht noch mehr als Schutzmacht, seid ihr impotent? Es ist auch ein Angriff auf die Souveränität da drin, dass er ihnen das Mittel, was Staaten haben, Beziehungen zu anderen Staaten einzugehen und ihren Kapitalisten auf der ganzen Welt Geld verdienen auszugeben, dass er ihnen das streitig macht. Also, dass sie Souveränität über ihre eigene Ökonomie und über ihre politischen Beziehungen haben. Ja. Ich weiß jetzt nur nicht, warum du das im Ton des Einwands vorträgst, aber... Ich glaube, die alte Ergänzung. Nicht das eine, also mir fällt dazu noch ein, dass diese Seite der Wirksamkeit des Dollars, jetzt also die der Trump einsetzt, also Brechstange Dollar, ja, dass das die Seite doch auch hat, dass eben der Dollar, das gestiftete Geld der Amerikaner, weltweit von den Nationen als zu ihrem ökonomischen Lebensmittel gemacht wurde oder sie damit Geschäfte und erfolgreich Geschäfte machen. Das ist doch die Seite der Benutzung, dass diese Wucht, weil alle Welt den Dollar benutzt, ist es die Lizenz, dem zu entziehen. Ja? Da wirkt, also das, da kommt doch auch die Konsequenz dann raus, dann wird ihm damit ein Stück seines Lebensmittels entzogen. Ja. Mich verwundert, ich bin nur ein bisschen verwundert, weil ihr jetzt all das, was ich vorher gesagt habe, mir wie ein Einwand entgegenhaltet. Ja. Geschäftsmittel reicht. Ja. Ich wollte aber aus all dem jetzt einen Schluss machen, nämlich dass diese Iran-Sanktion, jetzt denken wir doch, das betrifft erstmal den Iran. Und das kann doch, ach Gott, kann einem das dann nicht auch also jetzt mal als von der europäischen Perspektive scheißegal sein. Das ist halt ein Land. Nein,
Nein, weil da wird an Iran, genau aus den Gründen, die du jetzt nochmal in Erinnerung gerufen hast, wie da der Trump rumfuhrwerkt und worauf er sich verlässt und was er damit durchstreicht. Nämlich das, dass man sich ja am Dollarmarkt erfolgreich betätigt und da ja, wie ich jetzt ausgeführt habe, mit Rückendeckung der USA betätigen kann. Das streicht Trump durch. Aber da wollte ich jetzt noch einen Schluss drauf ziehen, nämlich der Trump mit diesen berühmten sekundären Sanktionen macht was gegenüber den Europäern klar. Nämlich er sagt, als imperialistische Mächte taugt ihr nichts. Ihr könnt eurer Wirtschaft nicht die Tor und Tür öffnen. Ihr könnt nicht Beziehungen zu anderen Staaten eingehen, wie euch das passt. Da taugt ihr nichts. Und genau diese Degradierung, deswegen verbittet sich jedes Mitleid, auch wenn man Degradierung sagt mit den Europäern. Das ist es, was für die Europäer unerträglich ist. Schrei mal bitte nicht so ins Mikro. Das ist es, warum sie die alte US-Ordnung beschwören. Weil sie durch einen Trump ja als irrelevante Akteure in der Welt beiseite geschoben werden. Deswegen finden sie den alten Zustand verteidigenswert. Und das dürfen die besorgten Völker dann missverstehen. Und jetzt kommen wir auf den Anfang zurück. Als besorgten Willen ihre Staatschefs, um die Verteidigung des Schutzes ihrer Bürger vor falschen Atomwaffen, weil alles geht doch drum, bekanntlich den Europäern, bei dem, dass sie an dem Iran-Deal festhalten, dass der Iran nicht zu Atomwaffen kommt, des Schutzes des Friedens, alles in einer wertebasierte, ja, vielleicht manchmal unstimmige, aber doch respekterheischende Zusammenarbeit der Völker. Und wenn die Völker jetzt bei all diesen Affären, die ich jetzt charakterisiert habe, dann den Schluss ziehen. Oh, hoffentlich tun sich die Europäer doch mal gegen den Trump durchsetzen. Dann sind sie gar nicht weit davon entfernt, von dem, worauf es für die Macher alles ankommt. Naja, man muss halt schauen, dass man mehr ökonomische und politische Macht gegenüber den USA mobilisiert, damit die nicht einfach über einen hinweggehen können. Ja, bin ich fertig. Also dieser Sorge sollte man sich nicht anschließen.
Vielleicht nochmal um eine Klarstellung, weil wir haben ja angekündigt, natürlich ersetzt der Neue den Alten, ist ja klar. Der neue Dollarimperialismus ersetzt den Alten. Und vielleicht haben wir da, also das ist mir vorhin aufgefallen, mit dem Titel eine falsche Erwartungshaltung geschürt. Dass man jetzt, natürlich kommt das alles vor, ist das alles vorgekommen in unserem Vortrag, aber eingeordnet in einen Beweiszweck. Nämlich, dass man sich erwartet hat, oh, jetzt wird der alte Dollarimperialismus erstmal abgehandelt und dann der neue Dollarimperialismus. Schön, was ist Identität und Unterschied? Wie gesagt, das kam schon auch vor, so ist es nicht. Nur, was wir eigentlich erläutern wollten an dem Thema Iran ist, die Europäer sehen sich durch Trumps Vorgehen betroffen. Und feiern einen alten Weltzustand dagegen. Halten den hoch als etwas, was eben gerade an diesem Fall Atomvertrag für friedliche Zustände bei allen Unstimmigkeiten, für Respekt und für ein Miteinander gesorgt hat. Das war das eine, was wir kritisieren wollten und mal die Wahrheit von dem, und so kam quasi der alte Dollarimperialismus eingeordnet vor. Und dann dagegen halten, was den Trump den an diesem schönen Bild, was da ausgemalt ist, was den der Sache nach an den alten Zuständen gestört hat, und was er dagegen setzt. Und da kommen ein paar Auskünfte darüber zusammen, was eigentlich heißt, den Dollar als Sprechstange, als Waffe einsetzen. Dollar ein Machtmittel, ein politisches Machtmittel. Das war ein weiter großer Teil. Aber auch das noch mit der Stoßrichtung, darauf hinzuweisen. Und dieser Dollarimperialismus ist glatt die Grundlage für die Europäer. Und dass ihnen da eine Grundlage, die sie in dem Dollarimperialismus hatten, entzogen wird, das ist dasjenige, was sie am Iran aufbringt. Also das habe ich jetzt verstanden als nochmal eine zweite Klarstellung der Redeweise von dir. Man soll sich nicht Sorgen anschließen, die sich da vortragen als irgendjemand muss sich doch mal gegen Trump aufstellen. Genau. Ich habe die Klarstellung gemacht, weil er vorhin so geredet hat, als wäre der ganze Zweck des Vortrags, die Unterscheidung zwischen dem alten Dollarimperialismus und dem neuen Dollarimperialismus, wenn man jetzt diese blöden Stichworte von dem unserer Ankündigung nimmt. Und wie gesagt, das ist schon auch vorgekommen, aber eben in dem Sinne, wie du das sagst. Man soll weder, auch das, vielleicht gibt es ja auch welche hier und die haben sich nur noch nicht gemeldet. Man soll weder sagen, naja, der Trump, der hat ja auch recht. Ist doch viel zu lange mit den Iranis viel zu milde umgesprungen worden. Und man setzt jetzt da seine Hoffnungen auf den Trump. Sich da mal klar zu machen, worauf man da seine Hoffnungen setzt, ist
ist auch nicht verkehrt. Und aber schon die Stoßrichtung, weil das, denke ich, wird vielleicht das, was man ja auch denkt, oh weia, was geht da alles kaputt? Also man ist doch selber ein bisschen versucht, in der Zeitung wird es ja einem auch vorgeführt. Gerade weil die Europäer immer sagen, sie sind die Verteidiger von etwas, was doch gut war, was man doch nicht einfach wegschmeißen kann. Das waren doch Errungenschaften, die zu verteidigen sind. Ist man versucht zu sagen, oh weia, was geht denn da nicht alles kaputt und was kommt denn da Rabiates an die Stelle? Mal überhaupt sich klar zu machen, von welchem Standpunkt aus das gesagt wird. Bloß wenn noch diskutiert werden soll, alles ist gesagt, ja. Aber wenn noch diskutiert werden soll, dann könnte man sich über eine Frage Gedanken machen. Nämlich, das ist aber im Verhältnis zum Vortrag wie die Probe aufs Exempel. Diese Degradierung, die der Trump seinen ehemaligen Bündnispartnern antut, hat denen ja jetzt beigebracht, dass die Vormacht, also ihr Ex-Vormacht von gestern, das eigentliche Problem für sie ist. Dass sie sich gegen die behaupten müssen. Dass sie Wege finden müssen, wie sie sich dem Kommando entziehen und was dagegen setzen. Und jetzt muss man sich mal überlegen, auf der Ebene eben dieses Dollar-Imperialismus, warum fällt denen das so schwer, da was zu finden? Also das wäre jetzt, wenn man will, dass man noch weiterredet, wenn man sagt, wir haben alles gehört, ist auch gut. Aber das könnte man sich noch überlegen, warum fällt es denen so schwer, da was zu finden? Mal so hinsagt, jetzt sind sie doch selber große Mächte, jetzt haben sie sich in Europa den Euro geschaffen, damit nicht alles auf den Dollar rausläuft. Damit sie eine Währung haben, wo sie die Souveräne sind. Jetzt haben sie ja mit der Eurozone einen Raum, in dem ihr Geld das gesetzliche Zahlungsmittel ist und der Dollar nicht gilt. Warum hilft es denn alles nichts? Oder warum fällt es ihnen so schwer? Man weiß ja jetzt, was sie probieren. Sie probieren eben mit dem Iran Geschäfte aufrechtzuerhalten jenseits des Geldes. Mit so einem, das nennt sich, wie heißt das? Vehikel wieder mal. Ja. Special Purpose Vehicle. Ach, das sind so kommerzielle Einrichtungen, wo praktisch ein Tausch organisiert wird zwischen Waren, die der Iran in Europa kauft, und dem Öl, das er irgendwohin liefert. Aber ohne Geld. Das wird probiert und sogar das fällt furchtbar schwer, das zu konstruieren. Warum? Firmen dürfen keinen Handel über Swift mehr mit den Iranern machen, dann macht man es halt über so eine Tauschbörse. Aber auch da ist ihnen ja immer gleich die Frage in den Raum gestellt, lässt der Trump das zu? Naja, da haben sie sich jetzt ja entschieden, das, so frech sind sie jetzt. Aber das ist jetzt, das kann nicht das Problem sein, oder vielleicht ist das auch irgendwo eins, aber dazu haben sie sich ja jetzt erstmal entschlossen, das wollen sie aufstellen. Also so viel Gegensatz probieren sie, ob dass sie sich gegen den Trump auch trauen. Also so viel Herausforderung an die Vormacht wird erstmal geleistet. Und dennoch,
verstehe ich das mit dem, dass sie sich damit so schwer tun, nicht ganz. Das ist halt die Frage, ob das ihnen durchgeht oder nicht. Also, Schwertung geht doch gleich los mit der ersten Frage. Wer ist denn eigentlich dann das Subjekt des Austauschs? Also irgendein deutscher Maschinenbauer verkauft was an Iran. Selbst wenn das einer ist, der sagt, er macht keine Geschäfte in den USA, ihm macht es auch nichts, wenn er dort verboten wird. Vielleicht gibt es ja welche, könnte ja sein, weiß man nicht. Ist natürlich schon eine Riesenhürde für das Ganze. Nächstes, ja, wer ist das Subjekt des Austauschs? Iran liefert Geld an Italien, Iran liefert Öl an Italien. Okay, kriegt Italien Öl. Wie viel kostet's? Wie viel von der anderen Ware ist es? Ja, da merkt man, das Geld ist das Maß der Werte. Ja, der Euro, da muss es erst einmal in Euro bewertet werden. Und der Tausch ist ja gerade das Jenseits des Geldes. Also ist schon die Frage, kriegt man eigentlich das, was man verlangen kann für Seite? Eine Hürde für das Entwickeln dieser Geschichte. Der nächste ist dann natürlich, jetzt hängt alles an irgendwelchen Ausgleichen von zwei Gebrauchswerten, die müssen zueinander passen. Vielleicht nicht gerade zwei, aber jedenfalls die Tauschbörse, die muss immer, da musste immer, das was die uns in der VWL beibringen, da muss der Schuster wen finden, der ausgerechnet den Schuh braucht. Ne? Das ist doch die Aktivität, ja. Ein kapitalistischer Produzent, der produziert eine Ware, die muss Geld sein. Und wenn sie nicht Geld ist, ist sie nichts. So, und an der Stelle ist es die Frage, ist es Geld und inwiefern ist es Geld? Und das ist gleich das Problem der Tauschbörse. Also das war eine Fassung. Die nächste Fassung ist, ja, warum können Sie mit Ihrem Euro denn nicht einfach sagen, wir haben ja unseren Euro? Weil Ihr Euro, naja, daheim wird es ja gehen. In den eigenen Grenzen wird es ja gehen, das ist ja nicht die Frage. Da herrscht ja die Hoheit der Europäischen Zentralbank, die hat die Geldhoheit. Natürlich könnte man innerhalb der Eurozone sagen, der Euro gilt und der Dollar gilt nicht. Aber damit sind die doch nicht zufrieden. Die wollen mit ihrem Euro ein Weltgeld. Ein Geld, das Zugriff übt auf allen Reichtum überall auf dem Globus. Dollar gleich funktioniert. Ja, wenn er das soll, dann muss er Weltgeld sein. Und Weltgeld ist eine Geschichte, die ist im Plural schwer zu haben. Viele Weltgelder sind ein Widerspruch. Deswegen brauchen die Weltgelder das Verhältnis zueinander oder es gibt es gar nicht. Drittens, aber das war vorhin schon gesagt von Werner, diese kapitalistischen Nationen Europas haben innerhalb der US-Weltordnung und an ihr ihre eigenen Firmen zu lauter Global Playern entwickelt. Jetzt brauchen sie den ganzen Globus. Ja, wenn man den ganzen Globus braucht, dann muss man auch die Fähigkeit haben, den Zugriff darauf zu garantieren. Das können sie nicht. Innerhalb ihrer Hoheitsgrenzen, wenn sie sich bescheiden täten, ja, das ging schon. Aber das ist ja überhaupt vollkommen unverträglich mit der wirklichen Wirtschaft. Also das zeigt was, dass die Internationalisierung des Kapitals, die ja stattgefunden hat, tatsächlich eine Nationalisierung bei der größten Macht ist. Also das, wie gesagt, das ist ja bloß die Probe aufs Exempel, das ist zum Teil eine Wiederholung der Argumente. Aber von der anderen Seite her, mehr weiß ich auch nicht. Du kannst zu der anderen Seite auch sagen, na, das ist dasselbe nochmal betrachtet mit dem Angefangen, warum schaffen Sie denn das mit Ihrer Tauschbörse nicht oder warum beschränkt sich denn nicht Europa darauf, zu sagen, ja, dann wird eben in Euro gewirtschaftet. Ja, weil eben das, um was ich überhaupt der ganze kapitalistische Verkehr auf Ebene der privaten Kapitalisten wie auch auf Ebene der Staaten dreht, eben nicht einfach Gebrauchswerte oder irgendein Geld ist, sondern es immer darauf ankommt, mit dem Geld ein Wachstumsmittel in der Hand zu haben, was weltweit für jede Geschäftsgelegenheit, für jeden Kreditbedarf etc. einsetzbar ist. Weshalb es überhaupt nicht Sinn macht, eine
Tauschbörse zu organisieren, weil es wird ja nicht Ware hergestellt, um an eine andere Ware ranzukommen, sondern es wird Ware hergestellt, um den ultimativen Abschluss, nämlich die prinzipielle Verfügbarkeit über alles zu bekommen. Also müsste da Geld her, und zwar ein Geld, mit dem auf der ganzen Welt was anzufangen ist. Das ist auch der gleiche Einwand gegen die Idee, ja, aber Sie haben doch Ihren wunderbaren Euro. Ja, wenn Sie den sagen, naja, dann verzichten Sie auf die Amerikaner und machen eben Ihre Eurozone. Damit ist die Eurozone samt Kapitalisten von dem ganzen Wachstumsmarkt Welt abgeschlossen. Und Sie haben nur noch Ihren Euro als Ihr Reichtumsmittel, was dann überhaupt gar nicht mehr auf der ganzen Welt gern gesehen ist, weil es sich ja wegen Sanktionen nicht mehr in Dollar umtauscht. Also ich habe auch den Eindruck, dass das alles, irgendwie schon einleuchtet, aber andererseits auch schwer ist. Es ist ja jetzt tatsächlich so, dass wir nächste Woche noch einen Diskussionsabend haben, wo man auf verschiedene Sachen eingehen kann. Und angekündigt ist ja nochmal diese US-Sanktionen gegen den Iran Teil 2. Da wird man dann schon auch mal nochmal drüber reden wollen, was Sanktionen für eine ökonomische Waffe sind. Also das war nur die Sache, wenn ja. Fragen offen geblieben genau, sind. Genau, und nochmal, wenn Fragen offen geblieben sind oder auch vielleicht ein Vorbehalt, den man jetzt noch nicht so richtig formulieren kann, man hätte das Thema ganz anders anpacken müssen, was ganz anders zu dem Thema sagen. Also ja. Diskutieren wir auch drüber. Und ansonsten hören wir dann jetzt auf, wenn es jetzt keinen akuten, aktuellen Bedarf gibt.